So, einen wunderschönen guten Abend zusammen. Hallo und herzlich willkommen zu Tarkov. Zum allerersten Mal heute. Wer heißt denn da WB? Ich war noch gar nicht live. let me check. Also, Quelle ist 960p. Ja, guck mal, immerhin. Aufgabe 1 abgeschlossen. So, wo sind meine Belohnungen und Epikse? Alle guten Dinge sind 3. Ja, das stimmt. Ja, wir können eigentlich auch einen Scaff-Run machen. Sind wir im Menü? Bitte nicht die Kamera freezen. Das wäre ganz toll, OBS. Aber bei den Aufnahmen heute hast du gut funktioniert. Ich habe mein Inventar noch nicht aufgeräumt. Mag man daran sehen, dass ich immer noch ganz viel Käse habe? Weil ich eigentlich nicht brauche? Sachen, von denen ich denke, dass ich sie vielleicht brauche, aber ich brauche sie nicht. Ja. Was habe ich denn aktuell für ein Scaff? Lass mal gucken. Bäh. Du siehst sehr eklig aus. Hast du einen Rucksack an? Nee, ne? Du hast keinen Rucksack an. Das ist ja richtig kacke. Ah, egal. Wir können mal easy starten mit Interchange. Was hat 960 für einen Vorteil? Das ist eine gute Frage, Iskaron. Mein Gott, ich habe jetzt echt einen Frosch im Hals. Was soll denn das? Ich habe gerade extra getrunken, bevor ich angemacht habe. Du hast weniger Pixelmatsche. Da hat der Carbonaut schon recht. Das ist so ein bisschen wie bei Rennspielen. Dadurch, dass du so viel Gräser und Büsche und all so ein Quark hast, sieht das da ein bisschen besser aus, tatsächlich. Das ist völlig strange, aber ist so. Interchange. Ich hasse diese Map alleine so unfassbar. Ah, das wird schön. Ich bin Kostül Sitzi. Hallo. Ich habe übrigens nicht eine Benachrichtigung erhalten, dass Pizmeet online ist. Der ist ja schändlich. Also ich auch nicht. Oder? Ich müsste zumindest mit meinem... Oh, warte. Pizmeet ist live. Da, 19.17 Uhr. Also ich habe eine Push-Benachrichtigung gekriegt. Und dazu Rückenschmerzen AD. Stärke deinen Rücken in nur 6 Wochen? Ach so. Das ist so ein Fitnessprogramm. Also ich habe eine bekommen. Zumindest teilweise funktioniert dann das System. Das war ganz schön. Spielst du heute alleine? Ja, leider schon. Jonathan hat irgendwie Internetprobleme. Sepp ist im Urlaub. Und die Herren Chefetage, die sind sich eh zu fein hier abends. Nein, die sind, ich glaube, im Kino. Ich weiß aber nicht, welcher Film. Da musst du mal den Dennis und den Peter fragen. Was mache ich hier eigentlich gerade? Ach ja. Ich brauche auf jeden Fall für Interchange eine Map. Was möchte ich denn darauf sehen? Totes Gas, freue mich. Easter Eggs, freue mich. Verschlossene Tür, freue ich. Die Karte ist trotzdem noch komplett voll. Ah, Boss bräuch nicht, Scaff bräuch nicht. Wenn wir die treffen, treffen wir die. Location Quest Item. Alter, scheiß doch einfach drauf. Wir gehen einfach da rein und dann muss ja nur wissen, wo die Extract sind. So der Rest. Das krieg ich schon hin, da dumm rumzulaufen. Vielleicht auch nicht. Ja, vielen Dank, Noddy. Noddy. Chefetage jettet wieder um den Globus. Ja, nicht so ganz. Das ist ja in Berlin. Also ich glaube, so weit müssen die gar nicht. Oh, wer hat jetzt Kinder? Scheiße, das habe ich nicht mitgekriegt. Was ist das Ziel? Scaffs killen oder Extraction? Als Scaff eher Extraction. Also looten, weil ich starte ja jetzt mit so einem random Typen.
Der scheint irgend so eine, ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Ist halt nicht irgend so eine chinesische Knarre. Du startest mit so ein paar Items, die sind random. Wobei die werden, glaube ich, besser, je besser dein Ruf bei Fans ist. Oder das ist doch egal. Auf jeden Fall hast du so ein random Loadout. Und wenn du Scavs abknallst, das kannst du zwar machen, aber dann kriegst du halt Rufabzug bei Fans. Und auch die Scavs sind dann irgendwann nicht mehr so gut auf dich zu sprechen. Also theoretisch kannst du es machen. Aber eigentlich ist looten und einfach rausgehen. Weil ich weiß eh nicht, auf wen ich schießen kann. Das haben sie immer mal geändert. Ich weiß noch, ganz früher konntest du als Scav einfach auf alles schießen. Das war noch easy. Was glaubst du, wer den Super Bowl gewinnt? Ui, gute Frage. Ich habe mir heute Mittag, nee, Quatsch, heute Morgen beim Arzt habe ich die erste Hälfte von 49ers gegen die Cowboys geguckt. Eben den Rest. War ein durchaus unterhaltsames Spiel. 49ers auf jeden Fall gut. Aber die Eagles, boah, die habe ich mir nicht gesehen. Also zumindest das Giants-Spiel habe ich nicht gesehen. Wir haben ja jetzt im Endeffekt, wir haben jetzt Bengals gegen Chiefs, Eagles, 49ers. Was bist du für ein Level? Ich bin Level 10. Also, alles gut. Oh, guck mal, geht schon. Alter, was laden wir denn so schnell? Emma Com oder Railway Exfil? Ach so, da oben. Ja, schön. Wie viel Zeit ist denn noch? 19 Minuten. Oh ja. So, ich habe absolut keinen Plan. Was haben wir überhaupt dabei? Ach, guck mal, was ist das denn? Ist das nicht für ein Panzer? Okay. Ich habe absolut keine Ahnung, wo man hier looten geht. Das Problem ist auch so ein bisschen, wir haben kein, wie heißt das hier, so ein Headset. Das hätte ich gerne. Aber ich bin offensichtlich im IDEA. Das heißt, so weit weg von der Exfiltration sind wir gar nicht. Jetzt frag mich nicht, in welchem Stockwerk wir sind. Holy shit, ist das dunkel. Kein Sound in-game. Ach ja, stimmt. Ja, mach ich sofort an. Ihr habt natürlich recht, das ist noch vom Football. Lass mich mal kurz. Ja, der Hund protestiert auch schon. Der ist noch aus gewesen, weil sonst hört man ja den Football-Sound, wenn ich mit Mike gucke. Ja, moin. Bam, bam, bam. Ich weiß nicht, wie klug das ist, da hinzugehen, aber ich habe nichts zu verlieren. Kommen gleich noch welche dazu. Geplant ist das nicht. Wollen wir da hingehen? Ich kann halt nichts abschießen. Was haben wir denn für Feuermodus? Oh, die hat sogar ein Full Auto. Krass. Will gar nicht wissen, welche Munition da drin ist. Wahrscheinlich schießen wir Platzpatronen. Also ich meine die Waffe. Gibt's denn hier gar nichts? Alter, finde ich das dunkel. Hier ist nichts, außer ein paar hübsche Betten. Weil die sehen eigentlich kacke aus. Achtung, die ist schnell. Ja, ich mag schnell. Schnell bin ich auch. Sogar theoretisch was zu heilen dabei. Und Morphin, das ist ja krass. Ist ja spritzig. Warum kann ich das Buch hier nicht mitnehmen? Fake. Schnell und Platzpatronen klingt nach mir. Hast du gesagt. Sollen wir mal ein bisschen rumschreien? Hallo? Nee, lass das. Lass mal das. Was machen die denn hier noch? Dankeschön.
Aha. Wo könnte hier ein Ausgang sein? Machen wir mal die Türe zu. Danke. Aha. Manchmal denke ich mir so, okay, irgendwoher kenne ich das noch. Und dann aber wieder doch nicht. Danke. Boah. Sind hier nicht Computer? Nee. Das sind ja keine Computer, das ist doch ein Büro. Wieso stehen hier nur Bildschirme rum? Danke. Wo PCs? Ist ja gar nicht. Dankeschön, Ding Sie da, Slayer. Slayer! Ey, ich habe mir letztens, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe, ich habe mir so den Arsch abgefreut. Wir waren ja in Portugal in so einem Robinson-Club eine Woche. Und da haben die ja auch wieder jeden Abend Mottoabende. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind super nett. Aber an irgendeinem Tag kamen die an und sagten, ja, heute Abend ist Jukebox-Abend oder so hieß das. Und dann hatten die in der Rezeption eine Liste liegen, wo man seinen Namen eintragen konnte und sich dann Lieder wünschen konnte. Und ich hätte nicht gedacht, dass die da, also ich habe halt gedacht, so ja, da guckt irgendwer mal über die Liste drüber. Und habe halt Warriors of the World United von Manowar eingetragen. Und dann abends stehe ich an der Bar, wir waren relativ häufig draußen, weil draußen angenehmer war. Dann haben die Manowar gespielt. Für die 60-Jährigen. Das war so geil. Ich habe echt Spaß gehabt. Also, nur die anderen nicht. Das war echt ein schöner Abend, muss ich sagen. Den habe ich alleine sehr genossen. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich dann noch ganz andere Sachen eingetragen. Aber naja. So, ich habe zumindest ein Fenster entdeckt. Alter, ich sehe gar nichts. Wenn da vorne einer steht, schönen guten Tag. Ja, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich da noch ganz andere Sachen eingetragen, aber scheinbar hat da wirklich niemand drüber geguckt. Oder jemand wollte mir gefallen tun. Das kann natürlich auch sein. Da muss ich sagen, war das sehr nett. Hier ist ja wirklich gar nichts. Außer Unrat. Bisschen Satyricon, ja, zum Beispiel. Also Phoenix hätte man da schon laufen lassen können, das ist schon cool. Zumindest die Live-Version aus mit dem Opera. Hallo, ich bin ganz allein, hab große Angst. Ja, das war schön. Bababababam. Hab die Küche gefunden. Geil. Auch hier ist nichts. Gibt's ja gar nicht. Und zu den Läden oben, da will ich nicht hin. Wie viel Zeit haben wir überhaupt noch? 12 Minuten, ja, nee. Machen wir gleich noch einen. Abgeschlossen. Bleibst du heute alleine? Ja, ich glaube erstmal schon. Also nicht, dass ich möchte. Aber mir bleibt nichts anderes übrig. So, das ist das Problem an der Sache. Was ist das denn? Ist das ein Einschussloch? Oder ist eine CD? Und da liegt ein E. Habe ich da gerade Schritte gehört? Ich habe doch gerade Schritte gehört. Was soll mir passieren? Theoretisch habe ich nichts zu verlieren. Also so als Gaff finde ich das immer easy. Selbst wenn du halt weggeschossen wirst, dann erschreckt man sich kurz. Aber naja, als PMC bin ich da schon ganz anders drauf. Da habe ich schon wieder einen Puls von 120 jetzt. Ich brauche vor allen Dingen ein Maßband.
Da kommt da einer. Hallo! Was machst du? Achso, du bist da am Looten. Guck doch wenigstens! Ach. Nein, Chat, ich höre nicht auf euch. Ich weiß genau, wie ihr drauf seid. Kann den nicht wegschießen. Hallo, haben Sie ein Maßband? Ach, guck mal da, der Blaypool. Ob es hier auch im Klo Maßband gibt? Die Dinger hasse ich ja wie die Pest, ne? Boah. Finde ich so eklig. Was ist jetzt hier angerannt? Oh, da sind noch ein paar Leute, die sind noch serious unterwegs hier. Aber der Bobbelchen da unten, der war auch zu kacke angezogen, als dass das ein Spiel, also ein PMC ist. War ein Spieler-Scaff. Hab keine Ahnung von Tarkov. Spiel Chris jetzt als NPC. Salva, willkommen in meinem Boot. Ja. Du hast ja die Möglichkeit, als Scaff zu spielen, ne? Wie gesagt, dann hast du halt einfach diesen Dulli hier mit seiner Dulli-Ausrüstung. Kannst aber die NPCs, solltest du nicht killen, weil dann werden die böse und auch die Händler. Kann man hier nicht durchspringen oder so ein Shit? Ging das nicht? Nee. Wo war das? Ah, kann einfach rauslaufen. Wie nett von euch! Grisou möchte Feuerwehrmann werden und hat Abos dagelassen. Vielen Dank. Wie nett von euch. Fand das immer süß. Ich will Feuerwehrmann werden. Maßband. Ach, fuck you. Ja, 9 Minuten noch. Ich ja eigentlich richtig? Warte mal, hier ist der Idee. Ja, das heißt, das ist die richtige Seite schon mal. Das heißt, wir müssen da hinten hin. Alles gut. Problem, mein Monitor ist von Haus aus sehr dunkel. Kann man eher schlecht heller sehen. Okay, das stimmt. Was ist denn 960p für eine Auflösung? Eine gute für Tarkov tatsächlich. Weil das hier alles. Das ganze Gekrissel und so. Das hat schon seinen Grund. Tatsächlich. Kann das auch nie ganz glauben, aber wenn das so im Handbuch steht, dann mache ich das. Warte mal, wir haben doch Railway Exfil, oder? Ja. Nicht schon wieder zum falschen Exit laufen und dann die Zeit ablaufen lassen. Hey, warum springst du nicht? Wieso springe ich nicht? Ah, weil ich das noch nicht umgestellt habe. Smart. Tarkov Player Number One is coming, my friends. Und dann kommt so ein Einzelschuss. Ich würde fast sagen, der Einzelschuss hat gewonnen. Kann ich hier mitfahren? Nee. Wie unbekümmert er da läuft. Ja, als Scaff bin ich immer unbekümmert. Danke. Mir fällt gerade auf, ich muss noch einen weiter. Bricht man sich jetzt die Beine, wenn man hier runterspringt? Gucken wir mal. Und hup. Wahnsinn. Danke. Guck mal, hier ist eine ganze Baustelle. Haben die hier kein Maßband? Nee, als Scaff ist mir das wirklich scheißegal, was passiert. Wir haben ja jetzt auch... Wir haben keinen Loot. Also das ist alles Käse. Das ist Käse, vor allen Dingen. Das ist mir egal. Ein Maßband, was 8 Meter lang ist. Das wäre was. Hallo, haben Sie ein Maßband? Nein. Nee, gibt's halt nichts mehr.
Weiß gar nicht, wo endet denn der Spaß hier? Ich glaube, hier bin ich noch nie gewesen. Wahrscheinlich, weil hier auch gar nichts ist. Hauptsache, die Scheißdinger sind an. Hallo? Kein Maßband da. Oh! Oh, ein Schraubenzieher! Wahnsinn! Im Zelt hast du WD-40 gefunden? Was für ein Zelt? Ist das ein Zelt? Das ist doch kein Zelt, oder? Nee. Ach, bei den Gleisen. Bam, 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 bam. Ist das eigentlich laut genug, das Spiel? Ich weiß nicht, wie viele hört. Gute alte WD-40, ja. Ich glaube, davon habe ich auch irgendwo noch was. Das sind so Dinge, die ich immer aufbewahre. Nicht weiß, wann ich die brauche, aber auch nie verkaufe. Danke. Bei den Gleisen. 4 Minuten 40 noch. Alle Zeit der Welt. Ist hier irgendwas in der Ecke? Irgendwo so ein Pennerlager oder so? Nö. Achso, hier ist der. Dankeschön, Dankeschön. Ob den hier noch irgendwer angehört? 4 Minuten ist doch echt noch viel Zeit. Hier liegt auch nichts rum. Mann, Mann, Mann. Schieß mal, dann kann man es einschätzen. Ach so, vom Sound. Naja, hört ihr, wie ich rumtapse? Dann reicht ja. Oh, Zoe, dankeschön. 10 Abos da gelassen. Vielen Dank. Aber ich fürchte, auch zeittechnisch müssen wir raus. Also da jetzt irgendwie in den ersten Stock zu gehen oder weiter hinten durch, wäre jetzt zeittechnisch nicht ganz drin gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Macht aber nichts. Da kann ich einfach direkt wieder rein. Upp. 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 So. Kostüm Susi, 495 Erfahrung. Wahnsinn. Jetzt krieg ich die ganze Scheiße. Gibt's hier nicht so einen Button, verkauf den Dreck? Was ist da eigentlich für Munition drin? LRN. Was ist das denn? Das sieht aus wie Gummigeschosse. Intended for Sport, Shooting and Hunting. Okay. Ja, sie sind wahrscheinlich Gummigeschosse. Dankeschön, Zoe. Hat nochmal 2 Abos dagelassen. Ich würde eigentlich am liebsten alles verticken. Wieso geht das jetzt nicht mehr da rein? Wie geil ist das denn? Ach so, weil wir im Dings... ja. ist doch alles voll. Okay, einmal alles da rein, weil alles verkaufen. Wie nett von euch. Wie smart war das gerade? Nicht so. Das geht jetzt nicht mehr. Dankeschön. Dankeschön. Das sagt auch der Peter. UFZ behalten, okay. Oh, warte mal, ich muss mal eben die Fenster hier ein bisschen sortieren. So. Ich sehe mich ja. Cooler Alucard, neuer Sub. Vielen, vielen Dank. Hallöchen.
Was wollte ich eigentlich noch? Ach, Saya Morphin, damit spiele ich gar nicht. Das ist alles voll. Das geht jetzt nicht mehr. Ich hasse es. Ich hasse es. Danke. Das ist halt, was mich viel mehr aufregt bei diesem Spiel. Das Inventarmanagement. Und ich habe gerade verkackt. Danke. Das ist voll. Auch voll. Alles voll. Was willst du machen? Kann ich den wegschmeißen? Der ist doch viel besser. Danke. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen Tetris spielen. Dum, 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 dum. Geht das noch oder nicht? Ich glaube lieber nicht. Ich glaube, es geht nicht mehr. Zap, zap. Ich gehabt. So, weg den ganzen Quatsch. Verkaufen ein paar Waffen. Ja, ich müsste eigentlich sehr viel verkaufen. Aber ich habe das bisher noch nicht gemacht. Was haben wir denn danach? Was ist das denn? Eine Shotgun mit einem Licht dran? Einem Billo-Rucksack? Da wird eine richtig geile Runde in 20 Minuten. Okay. Keine Quests? Was ist da los? Achso, ich muss gleich noch auf Wurz ein paar Skeffs töten. Das können wir gleich mal machen. Ich glaube irgendwie 4 oder so noch. Wer wollte denn das? Dort, du wolltest das. 4 Stück. Das kriegen wir gleich hin. Was heißt denn Bing? Dankeschön, Stefan. 100 Bits hast du geschmissen, Stay. Dankeschön. Das heißt BIM. Ich kann die Sachen nicht aus dem Behälter verkaufen. Das macht mich wahnsinnig. Okay, da müssen wir anderen Shit verkaufen. Eigentlich fast alle Magazine. Diese Alter Schwede, mit dieser Munition haben wir heute EFT gespielt. Heute Morgen aufgenommen. Da hätte ich auch Steine werfen können. Gefühlt. Aber ich weiß, die sind halt alle noch geladen. So, keine Ahnung, was ich davon mal brauche. HKMP5, ja, wie ich die mal spielen? Bestimmt. Standardmagazine und so ein Kram. Ja, die kann man eigentlich auch brauchen. Ist der auch. Klingt auch nicht so verkehrt. SKS und OP-SKS finde ich gar nicht so schlecht. Die beiden finde ich auch ganz gut. AKS-74, die habe ich, glaube ich, noch für die Mechanic-Quest. Die Dinger findest du eigentlich immer bei Scavs. Also die können eigentlich weg. Ada mag ich sehr gerne. Pistolen braucht eigentlich auch keine Sau. Wobei, nee, Quatsch, ich habe sogar eine Pistolen-Quest. Die Max kosten nicht viel. Hat Chris Voice over IP an? Ja. Aber ich rede da sehr selten. Also wir die gleich mal mitnehmen auf Woods, das wäre völlig... Danke. Eigentlich bescheuert, aber irgendwie habe ich da Bock drauf. Ja, hier kommt nur mal den Quatsch. Das ist so lustig, dass es einen Keck gibt, ne? Okay, die hast gesagt behalten. Dann kann der Shit mit weg. Der Käse kann weg. Das kann weg. Schaufel? Ach Quatsch, kann auch weg. Schaufel kann weg. Aus Zeitgründen hoffen wir einfach mal, dass du den Quatsch haben möchtest. Möchtest du natürlich nicht. Die Waffe ist zu kaputt. Bin ich schon so im Arsch? 31? Ja, moin. Freie Erfahrung für mich, 20 XP, dankeschön. 5% von dem, was ich gerade im Raid gemacht habe. Chris, wie läuft's? Sehr gut. Ich bin jetzt auch nicht so der Typ, ehrlich gesagt,
der normalerweise so Loot-Schiss hat. So, oh, ich verliere alles. Ist mir eigentlich egal. Also, ich habe noch so viele Waffen, weil selbst wenn ich jetzt direkt sterbe, das ist mir Latten. Allerdings so MDR oder Stair Aug, die würde ich jetzt, glaube ich, nicht spielen, wenn ich mit einer 2er oder 3er Rüstung rumrenne. Da vielleicht ein bisschen mehr. Ich habe, glaube ich, keinen Helm mehr. Kann das sein? Doch, ich habe einen Helm. Aber ich habe keinen... was ist das hier eigentlich? Ah ja, das kann auch alles weg. Wobei der Screwdriver weiß ich nicht. Shampoo? Geiger-Müller-Counter, den muss man, glaube ich, auch behalten für irgendwas. Wo hast du die MDR-Rifle her? Hab die nirgendwo gesehen zum Kaufen. Warte. Du meinst... Die hier? Die ist bei der Version dabei, die wir haben. Die kriegen wir jeden Wipe einfach so. Das ist die... Presseversion? Ja. Die ist da immer bei. Sonst noch Fragen? Mach kein Gear 4. Verkauf die Sachen, die du nicht benutzt, sonst sammelt man nur und kommt nicht weiter. Ja, nee, also ich meinte jetzt Gear 4 im Sinne von, ich habe Schiss, das alles zu verlieren. So, das habe ich eigentlich nicht. Bei mir ist eher, also die Abteilung ab hier, brauche ich das irgendwann mal für Quests. Hin und wieder gucke ich auch mal nach. Dann sehe ich so, okay, brauchst du vielleicht mal so bei Level 50? Wo ich mir dann denke, ja gut, dann kann der Scheiß halt weg. Aber zum Beispiel hier der Geigerzähler, den braucht man doch für irgendwas. Müller. Finde ich gut. Warte mal. Ich gucke das einfach nach. Smart, oder? Wieso kann ich mich jetzt hier nicht mehr einloggen? Egal, den behalten wir. Hast du die Geschenke abgeholt? Ja. Am besten sparst du 1,1 Millionen für eine Scav Junkbox. Ja. Fehlen nur noch 1 Million. Also. Plus den ganzen Shit verkaufen natürlich. Aber ich will auch keine Verkaufssession machen. Das ist doch auch irgendwie doof. War das auch. Ach, guck mal, da habe ich ja noch ein Headset. Das ist ja Wahnsinn, was man nicht alles so findet. Aber ich glaube, das kann ich mit dem Helm nicht anziehen. Oh. Das ist doch scheiße. Muss ich mir jetzt echt wieder einen Helm kaufen? Was ist das eigentlich? Smoke Grenade. Sieht aus wie mein Headset. Maske weg? Die Maske? Achso, die Maske blockt den Helm. Ja, vollkommen recht. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass mit dem Helm... Ja, genau. So, das geht nicht. Das liegt an dem Headset. Da kannst du nur das... warte. Den hier nehmen. Den kannst du aber irgendwo kaufen. Wer hat den denn nochmal? Irgendwer hat den. Prepper? Ja, Prepper hat den für schnappe 33.000. Ja, was soll der Geiz? Die stimmen? Achso, wobei geht die Maske? Ne, die geht jetzt nicht mehr. Kannst nur Tactical Sport oder... Ja, das Drecks billige will ich nicht. Da zieh ich lieber keins an. Adamagazine hatte ich doch irgendwo noch. Ging nicht sogar die da rein? Ja, aber wieso gehst du nicht in die anderen rein? Weil der Slot voll ist. Was mir aber gerade auffällt. Kann ich die nicht einfach leer machen?
Was ist denn da für Munition drin? M855. Ja, bessere kann ich mir nicht kaufen als die M855. Die ist okay. Ich. Oh. Was ist denn in den Standardmagazin drin? Ach ja, guck mal an. Das ist aber ein Zufall. Dann nehmen wir doch lieber das, das schon versichert. Dann brauche ich ja eh nichts mehr. Essen, trinken, heilen, Brüche, alles weg. Kann ja nichts mehr passieren. Hierfür ist was anderes. Geile Waffen ohne Mods zu nutzen, ist halt auch blöd. Ja. Also ich würde zum Beispiel... also was heißt geile Waffen, aber... Keine Ahnung, so eine SV-98 irgendwie ohne Scope. Oder letztens bin ich... Womit bin ich denn letztens rumgelaufen? Alter, das war so hilarious. Wo ist das Ding? Da! Die M700 mit dem Scope. Ey, du kannst den Leuten auf 200 Meter den Fingernagel wegschießen. Das ist so dumm einfach. Und du kannst halt nicht zoomen mit dem Scope. Ja, unfassbar. Ich bin nur gerade am überlegen, die VPO zu nehmen. Aber das ist eigentlich überhaupt nicht mein Playstyle. Ja, vielleicht im nächsten machen. Im nächsten benutzen wir die VPO. Scav können wir wieder in 10 Minuten. Alles klar. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Du hast keine Painkiller dabei. Ja, die benutze ich eh nicht. Analgin. Spielst du heute alleine? Leider ja. Leider ja. Ganz allein. Wobei Jay ist in AFK1. Oh, ich glaube, Jay ist tatsächlich am Probieren. Mit seiner Internetleitung. Vaseline ist ein wichtiger Painkiller. Hallo? Oh, hallo. Oh, warte mal. Da kann ich so gerade noch auf Back drücken. Ja. Ja, wie ist es dir? Was ist denn das für ein Problemchen? Ich weiß es ehrlich. Ich kann es tatsächlich nicht hundertprozentig erklären. Ist das einfach Paketverlust oder was? Ich habe selbst hier mit Vodafone jetzt leichten Paketverlust. Aber der ist geringer als noch mit deutschen Glasfaser. Ich habe keine Ahnung. Ich habe seit heute Nachmittag ist mein Internet so bei 5 Mbits oder sowas gefühlt. Okay, krass. Also. Und ja. Aber jetzt habe ich mal Vodafone reingesteckt. Kann man probieren, ob es funktioniert. Das ist gut. Ja, als nicht funktionieren kann es ja nicht. Das stimmt. Genau, wieder raus. Ich muss noch Scavs auf Woods machen. Da wollte ich eigentlich gerade hin. Ja, mega. Ja, 4 Stück. Ja. Also, ich war heute nach unserer Dingsrunde drin. Hat ungefähr 10 Sekunden wieder gehalten. Du hörst 2 Schritte, kriegst einen Schuss ab und dann ist Feierabend. Das war echt krass. Ich weiß nur noch, dass es eine schallgedämpfte Waffe war, auf kurze Entfernung. Ja, RIP. Du hast halt keine Chance, vor allem wenn du alleine bist. Deswegen spielst ich spiel auch fast gar nicht mehr alleine. S-Match brauche ich gar nicht. Wieso habe ich den dabei? Komm. Um die Leute glücklich zu machen, nehmen wir noch Anal mit. Aber ja, jetzt bin ich natürlich, weißt du, das ist so, als wenn ich jetzt, ich sag mal so, danke, statt mit einem Ferrari rumfahre, fahre ich jetzt mit einem, weiß ich nicht, was rum. Sieht man denn seinen Ping Trabi irgendwo in diesem Game? Das sehe ich theoretisch, ja, du kannst FPS, nee, FPS, stimmt, du kannst FPS eingeben. Ja, genau. Ping siehst du nicht. Wahrscheinlich aus gutem Grund. Aber immerhin verstehe ich dich mittlerweile ganz gut. FPS 2 scheinbar. Ah ja, stimmt. Okay, FPS 1 ist nur die Dinge. Okay. Muss ich mein Handy finden? Ich habe mein Handy weggelegt. Bin sofort wieder das da. Kenn ich. Ich rüste mich kurz aus. Ja, ja.
Du musst kurz was für mich behalten, Chat. Ach so. Meine Fresse. Wutz, sagst du? Oh Gott, da muss ich auch noch Skeffs killen. Ja, okay. Ja, guck mal. Ja, gut, wir können ja trotzdem mal zusammenlaufen. Nette Musik. Ja, die ist jetzt nicht so neu. Ich glaube, das ist sogar tatsächlich die seit 2017 oder so drin. Ach so, willst du denn dann trotzdem Discord anmachen? Wie du willst, bei 2 würde ich halt eher Parsec tatsächlich sagen. Ja, von mir aus. Weil das qualitativ dann besser ist, wenn du sterben solltest und ich halt. Stimmt, mein Upload geht, also dein Upload geht ja dann auch erst los, theoretisch, glaube ich, wenn ich connecte, oder? Ja, das ist Vodafone. Eigentlich müsst ihr nicht geschissen kriegen. Aber ich habe jetzt auch Vodafone seit 3 Monaten nicht mehr angehabt. Muss ja erstmal auslaufen. Noch die Leitung. Hab nie auf die Menümusik geachtet. Ach, Jizz, ey. Tin. Irgendjemand Tipps, wie ich vernünftig an die Pocket Watch für Prepper komme, wird ständig von den übelsten Schwitzern mit Full Gear gepusht. Hast du da auf Customs am Anfang? Also, einfach wirklich weiter probieren, weil manchmal, ich weiß, du scheinst ja einen Schlüssel zu haben, aber selbst wenn du den Schlüssel nicht hast, ist manchmal die Tür ja offen. Tarkov gibt und Tarkov nimmt, aber wenn du glaubst, für die Pocketwatch musst du doch Richtung Dorms reinrennen, dann macht das gegen Ende des Raids. Ist das nicht die aus dem LKW? Ach so. Okay, vielleicht bin ich auch los. Weiß ich gerade nicht. Ich weiß gerade nicht, ob es die Pocketwatch jetzt war oder. Ja, ist die aus dem LKW. Okay, ja. Dann... Einfach gucken, dass der Sniper nicht auf dich aufmerksam wird, also der Sniper-Scaff, weil der ist wirklich Krätze. Aber ansonsten einfach ein paar Mal probieren. Danke. Pistol Run, ja genau. Messer Run, verstecken und dann flinke Beine. Moin, ey. Sag einfach Bescheid, wenn du fertig bist. Ich bin bereit. Oh, Beförderung jederzeit. So. Kamera im Menü jagt mir Angst ein. Ach. Walli Walli, mein Freund. Gibt es große Unterschiede bei der Uhrzeit und wie skilled die Leute sind? Naja, abends, also ich glaube ab 18 Uhr wird dunkel, beziehungsweise ab 6 Uhr hell. Und dunkel ist wirklich dunkel. Also da brauchst du ein Nachtsichtgerät, sonst hast du verloren. Ja, schon in der Regel. Also ich glaube, ich bin mal um 5 Uhr morgens oder um 4:30 oder so reingegangen. Also das war schon so ein blindes Tasten, muss ich sagen. Mal, da kommen die Tipps, Israel-Server und dann nachts joinen, da ist niemand. Ja, okay, geil. So spielt man das Spiel. Von 12 bis 4 ist nochmal hell, weil der Mond leuchtet. Ja, wenn du nicht Pech mit, gibt es nachts Regen? Oder ist nachts immer, ja, guck mal, dann kannst du auch Pech haben. Aber das siehst du, glaube ich, vor allem. Dann siehst du gar nichts. Gibt Nachtsichtgeräte, oder? Ja. Ja, ich glaube schon. Also potenziell kannst du joinen. Nachtsregen ist komplett Spaß, ja. Also Nachtsichtgeräte gibt es auf jeden Fall. Ich habe eins gefunden. Soll ich dir auch schon mal joinen oder geht das nicht mit dem Upload? Geht wahrscheinlich nicht, ne? Das glaube ich nicht so schlimm. Kannst du, glaube ich, machen. Kannst du gleich machen, wenn ich. Wenn, nee, stimmt. Du musst ja nur joinen, wenn du stirbst, ja. Ja, ja. Also nee. Ich join dir dann gleich. Gibt auch IR-Laser und Lampen. Ja, ja, genau. Also ich weiß noch, war das Martin oder Noah?
der mit der Shotgun ankam, mit 4 oder 5 Lampen drauf, da machst du den ganzen Wald mit hell. Ja. Und wenn du einem das ins Gesicht hältst, der sieht auch nichts mehr. Das ist lustig. Problem ist nur, eigentlich muss der einfach nur Richtung Lampe halten. Aber ist schon witzig, auf jeden Fall. Zumindest triffst du den Kopf dann nicht mehr. Ja, halt, knall einfach mal so viele Lampen wie möglich auf irgendeine Waffe, das ist schon lustig. Ja, die IR-Laser und die Lampen sind crazy. Die Nachtsichtlampen. Genug Lampen siehst du auch nicht mehr, woher die kommen. Ja, das stimmt. Starten alle gleichzeitig oder kann man auch Spieler finden, die schon 10 Minuten länger? Also, ich glaube, die PMC starten alle von Anfang an, aber die Scavs kommen später. Ja. Also, die Scavs-Spieler, die starten ja, da hast du ja eben bei Interchange, hatten wir auch nur noch 19 Minuten oder so. Und die Scavs, also die NPCs, die spawnen immer in so, ich glaube, in Wellen, oder? Manche sind am Anfang da und dann kommen später noch welche dazu. Ich muss jetzt Scavs, ich glaube, ich muss 15 Scavs killen mit Stimulantien-Effekten. Ein bisschen unter Drogens. Und zwar versuche ich das, indem ich Milch trinke. Echt? Das zählt? Okay. Scheinbar funktioniert. Milch. Ich hoffe, dass das funktioniert. Hunger hatte recht. Oh nein. Milch ist Gift. Danke. Das sind schon nicht mehr so spaßige. Ronny Rennwagen, ja. Im Endeffekt ist es ein Loot-Shooter, ne? Also du hast halt ein Inventar, kannst dir unterschiedliche Maps aussuchen und gibt halt noch ein paar Quests dazu. Das ist eigentlich schon alles. So, gucken wir mal, wie viel Zeit wir haben. 40 Minuten, ja, schönen guten Tag. Outskirts oder Factory Gate. Warte mal, sind wir... Nee, ich dachte, wir wären schon wieder... Irgendwo. Ja, da vorne ist doch... Ich drehe mich mal von Jonathan weg, wenn ich minimiere. Hundertprozentig weiß ich das auch nicht. Hier ist aber irgendwie... So. Nicht, dass ich einen Schuss abgebe, wenn wir wieder maximieren und dann... Das wird gleich einfach explodieren. Ich weiß gar nicht, doch eine Granate. Ich habe eine Fock 25 mit. Halt dich fest. Da steht schon dran, dass das so eine selbstgebastelte Granate ist. Ich glaube, also. Ist hier wirklich am Scav-Camp. Welcher See ist denn das? Das frage ich mich auch gerade. So zwischen den Seen sind wir nicht gespawnt. Wer mich das im Sack? Könnte am Camp Nord sein, oder? Weißt du, wo sind denn hier jetzt die Bomben? Realistisch? Nee, also wenn Tarkov noch realistischer wird, dann wird es auch irgendwann mal lächerlich. Also theoretisch müsstest du ja auch noch Zeit einrechnen, Sachen aus dem Rucksack zu holen und so ein Quatsch, wo du da nichts machen kannst. Und nee. Bomben, ja, die finden wir schon. Ich habe keine Ahnung, die sind hier irgendwo. Ich weiß nicht hundertprozentig, wo wir sind. Nordöstlich vom See, da sind so Sachen eingezeichnet, die ich nicht so geil finde. Aber ich glaube, das sind das Kultisten? Nee. Ja, die sind hier jetzt nicht. Nee, jetzt nicht, aber die können das spawnen. Tarkov ist immersiv, aber nicht realistisch. Ja. Welche Autos? Hä, wo sind wir? Dieses Gewackel immer, das. Ist hier der Konvoi? Hä? Wir sehen einen Konvoi. Warte mal, muss ich das nicht sogar... Nee, das war die Quest vorher. Ach so, ja, wenn der Konvoi hier ist, dann sind wir ja, weiß ich ja, wo wir sind. Wollen wir hoch zum Dörfchen? Da müssen wir links rum, glaube ich. Ja, würde ich sagen, oder? Ja, halt... dann müssen wir hier lang. Ich bin halt gerade echt ein bisschen los. Dann kommen wir gleich da oben. Links ist der Scav-Bunker, wo wir mit Peter immer rumgezogen sind. Ja. Oder war Sepp dabei? Der Sepp war das, ne? Das war so geil, weißt du, so Peter und ich sind immer oben am Looten und sind immer, ja, ich geh schon mal nach unten. Und dann hat er immer einen Bunker gelootet, wo der viel geileren Loot drin ist.
Klingt nach Sepp. Wir teilen auch die Skeps. So geil. Bist du einfach mal aufgefallen, ist so, ey Sepp, wieso gehst du eigentlich bei dem Buch? Skeff links. Ja, mach den mal ruhig. Muss noch keine Milch, also ich trinke jetzt noch keine Milch, dann können wir uns die irgendwie vernünftig aufteilen. Wir sind den noch nicht. Also. Zwei Skeffs. Ja, ich trinke mal auch eine Milch. Okay, einen habe ich. Der zweite ist leider weggelaufen. Alter Schwede. Der hat sogar eine Granate geworfen. Junge, was geht denn mit dir? Geh mal in das andere Camp rüber. So, wehe, Walli Walli steht jetzt hier direkt um die Ecke und killt mich. Walli Walli ist weggerannt. We're coming, you hear? Frage ist, wo ist Walli Walli hin? Ich weiß nicht, wo Walli Walli hin ist. Das ist immer nicht so gut. Walli Walli schießt mir nämlich gerade einfach in den Rücken. Vielleicht unten in den Bunker. Ja, der ist bestimmt in den Bunker gerannt. Oh, mal testen. Weit. Hab nichts gehört von wegen Granate. Okay. Der war im Bunker. Oh, Leute, das ist der Alter. Als ob der einfach jetzt gespawnt ist. Willst du mich verarschen? Ich hätte gedacht, der fällt ein bisschen schneller um. Greift er mich da einfach an? Ja, ich bin ja an dem. Ah, du Pfeil. Du ich bin gerade unten im Bunker. Bisschen Apfelsaft. Ist der Wichser. Da könnte ein Maßband drin sein. Maßband, 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 Maßband. Nein, es ist Tape. Da ist ein Pferdchen. Oh, okay. Alter. Komm jetzt wieder die Treppe hoch. Ja, ich bin schon ein bisschen weiter gelaufen. Ja, kein Problem. Danke. Hier ist überall noch Munition, aber die nehmen wir einfach mal mit. Dankeschön, Jojo. So, zwei Skeffs brauche ich noch. Kiste ist leer. Was haben wir denn da? Was ist das denn? Ach, Milch. Trinkst du Milch oder Kondensmilch? Ich brauch die Milch. Dann kann ich dir noch ein bisschen. Eine Milch haben wir noch gefunden. Ich krieg's anderes Fressen und Trinken. Ja, alles gut, Essen, Trinken habe ich. Du bist bei dem. Immer noch ich bin immer noch oben bei dem Camp, ich loote jetzt die letzte Kiste und dann kommen wir. Oh, kein Stress. AKS-74U. Ah. War lieber so. Hat der Skeff mir einfach von hinten mich angegriffen, Alter. Ist gespawnt, während ich hier gerade am Looten war. Die gehen sich immer direkt verstecken, die Schweine. Mich minimal erschrocken. Der ist einfach Richtung Dorf gerannt. Keine Ahnung, was das soll, was der da vorhatte. Lord Werder, dankeschön. Oh, eine SKS. Wenn du bei dir übrigens Schritte hörst, dann ist da wer, ne? Also ich bin so weit weg von dir. Hier ist eine 6B3TM01M. Das ist so eine Vierer-Rüstung, oder nicht? Das ist eine Vierer-Rüstung, ja. Die ist lecker. Ah, okay. Wir müssen wieder umplanen. Schon, Baby. Yes. SKS oder MP. Ja, SKS habe ich noch. Hier noch habe ich keine Schritte gehört. Ah, mittlere Maustaste zum direkt einklappen. Okay.
So, ich mache mir jetzt auf. Bist du im nächsten Camp? Oder? Ja, das habe ich aber schon komplett durchgelootet. Ja, nee, ist ja gut. Aber ich komme jetzt angerannt. Ja. Oh, ein bisschen überladen. Warte mal. Ja, genau, du kommst auf mich zu. Ja, aber irgendwer hat gerade was gesagt. Hast du gerade Doppel-F1 gedrückt? Nee, aber ich sehe dich hier laufen. Ja, ja, du bist da oben. Nein, ich hätte gerade einen quatschen hören. Naja. Ich glaube, ich bin etwas überladen, also... Oh. Hinter mir. Okay. Aus dem anderen Lager. Bin ich erwischt? Ja, mein Arm ist weg. Ist ein Scav. Versuch den zu machen. Ich muss mal meine Blutung stoppen. Ja, ja. Guck mal, wo ich ihn finde. Der kommt jetzt, glaube ich, von links. Also. Weg. Ja, schön. Jetzt hat er wieder meinen Arm weggemacht. Was soll denn das? Verliere immer nur Arme. Achso, das liegt natürlich an der Rüstung. Ich finde dieses Nachziehen beim Zielen ganz schlimm in diesem Game, muss ich sagen. Okay. Dass du nicht irgendwie auf irgendwen drauf gehen kannst und dann ist die Waffe da drauf, sondern geht immer noch so ein bisschen nach. So, Arm wieder dran gestibbelt. Ich hab gleich das komplette A-Fuck benutzt. Ich hab gerade angefangen. Heißt, du hast gekämpft. Irgendein Task ist gefailed. Das war irgendeine Daily Quest. So, Fatigue, Overweight. Ja, das habe ich eh. Okay. No PSKs, wenn du die willst. Nö. Ich bin eigentlich soweit voll. Okay. Ja, wir tauschen einmal Milch. Wer kriegt das? Mit beides Phrasen. Nice, danke. Apfelsaft. Ja, das schmeiße ich mir doch direkt ein. Lecker, lecker. Brauchst du noch Zigaretten? Nee. Also ja, theoretisch schon, aber die findest du ja immer mal wieder. Okay. Weil wenn du die jetzt schon so am Boden schmeißt, dann nehme ich die mit. Hey, jetzt geht's meinen Beinen aber auch nicht mehr so gut. Doch, da war ich wohl drin. Na dann. Du heilst die in der Zeit. Ja, dieses Ausbluten halt, ne? Ja komm, dann können wir den Afak jetzt so wegmachen. Vielleicht doch die Bandage mitnehmen sollen und hab die verschmäht. Ja, das kostet dich viel Leben im Zweifel, die Verblutung. Oder die Blutung. Bin wieder völlig einsatzbereit. Willst du zum Dorf, ne? Dann. Ja. Ah ja, da bist du. Ich glaube, das war mein dritter. Ja, Pia, Apfelsaft ist lecker. Früher sehr gerne Apfelsaftschorle getrunken. Kann man auch gerne trinken. Aber hier ist immer der Schlimmste. Du hörst die Scavs, die schießen auf dich, du siehst sie nicht. Ja, aber wenn hier einmal losgeht, kommen die alle angerannt. Oh, wie viel haben wir eigentlich noch? Oh. Das ist hier immer das Ätzendste, finde ich. Aber aktuell scheint hier noch keiner gespawnt zu sein. Boah, ich glaube, das dauert hier ein bisschen, oder? Irgendwann nerven sie dich. Naturtrüb oder klar? Am liebsten naturtrüb. Naturtrüb ist auf jeden Fall besser. Da ist er nämlich schon irgendwo. Aspan, Aspan, Aspan. Ah, du machst das, oder? Er ist tot, jo. Nice. Heid. Immer. Ist noch irgendwo was? Dabei, dabei, dabei. Hast du dir schon eine Milch eingeschmissen? Jo. Sehr gut.
Jage. Da kommt ein Airdrop. Krass, wie das Flugzeug überhaupt keine Geräusche macht. Was ist er denn jetzt? Wo bist du denn jetzt vor allem? Ich hab hier voll nach vorne gerannt, um die... Hier ist er. Junge! Alter! What the... Oh lol! Ich komm von der Straße aus. Alter, die waren einfach... Die waren Panzer. Das bin ich. Okay. Ja. Hab ich mir gedacht. Holy shit. Das war ein richtiger Panzer. Wie gesagt, der eine hatte eben auch eine 4er Rüstung. Oh, du bist ein bisschen am Bluten. Mhm. Ja, schön. Bogen rein. Indem ich mich hier gleich verarztet hab. Hey, Alter, der hat mir so gegeben. What, ja, der ist nicht so schnell umgefallen. Ich hab das schon gehört. Ey, guck mal, ich werde schon müde durch normales Laufen. Das ist gut. Heute ist Training. Alter, was ist denn da drin? Da, wo wir hergekommen sind. Okay. Du brauchst ja auch noch Skaves. Oh, mein Bein macht das kaputt, fällt mir gerade auf. Ich muss mal ein bisschen gleich ablegen. Erstmal, wo bist du? Das war Nummer 4. So, ich muss mal echt gewichtlos werden. Scheiß auf die AK. Das macht mir halt die Beine kaputt. Das ist halt immer noch... Ach nee, mein Bein ist immer noch kaputt. Ach, Propital? Ah, Propital pusht mich auch. Okay, cool. Habe ich noch jemand bei? Ne. Was haben wir denn hier? Eine AK-74M. Die finde ich doch eigentlich gar nicht so schlecht. Besser als die Shotgun. Weg damit. Braucht man nicht irgendwann auch die Messer? Oh geil, Cracker. Ja, du kannst halt Messer. Ja, kannst auch Messer sammeln. Was zu essen? Oatflakes. Ach, guck an, eine Viererrüstung komplett habe ich ihn kaputt geschossen. Super. Nur zum Trade für eine UMP oder eine MP5. Hast du noch einen Flash Drive? Ja, tatsächlich für eine Quest. Hab eins. Beziehungsweise loot den mal. Wenn du wieder zu dem Haus bist. Hier. Ah, ist der im Haus? Nee, hier. Ah, dann ist das schon der richtige. Nee, hier. Danke. Der. Ein Busch. Ah, ja. Hier, der hier unter mir. Er hat in seinem Duffel einen Flash Drive. Krass, danke. Ah, der hat auch so eine... Ja, stimmt, der hat auch die Rüstung. Geil. Abfahrt. Subtask complete. Das war unangenehm gerade, sag ich dir. Der einfach nicht gestorben ist, der immer weiter auf mich geschossen hat. Das ist immer unangenehm, wenn das passiert. Mhm. Gehen wir zum nächsten Dorf weiter. Ja. Also ich brauche jetzt keine Skaffs mehr. Wenn du willst, kannst du dich völlig unter Drogen setzen und dann alles einfach. Ist irgendwie schon ein bisschen crazy, also. Von wem ist denn die Quest? Ja, verrate von mal Therapist? Von wem. Wer hat denn abstruse, komische Scheißquests? Jäger. Ah. In diesem Wald würde ich gerne rumlaufen hier. Kannst ja, ohne drauf zu gehen, kannst du ja machen. Gibt ja den Offline-Modus. Da hast du, kannst du einstellen, dass hier auch keine Gegner spawnen. Kannst einfach hier im Wald rumrennen. Ja. Sogar ganz gut, um die Maps einfach mal zu lernen, aber kannst du als Gef halt eigentlich auch.
Ja, in diesem Dorf bin ich schon zweimal weggerödelt worden in letzter Zeit. Ernsthaft? Von Spielern? Ja. Von nur ausgerüsteten Spielern. Das ist auch nicht nett. Nee, fand ich auch nicht. Wie oft kann man als Scav spielen? Alle 20 Minuten. Ja, oder ein bisschen weniger. Irgendwie sowas. Genau, je nachdem, wenn du Rufstufen steigst, dann geht das schneller. EFT ohne Gegner ist der Hunter. Nee. Nee. Gibt ja keine Tiere hier. Boah, das wäre auch noch der Shit, wenn hier auch noch irgendwelche Viecher aus dem Gebüsch gesprungen kommen. Einfach so Wildschweine, Bären. Finde ich nicht so schön. Danke, Dieter. Auch schon 45, ey. Hammerlatte. Danke, Juicy, Frankie Tanky sogar. Dankeschön, Leute. Ja, Grizzlies fände ich nicht so schön. Wenn du dann nur noch Angst haben musst, die Viecher, also die Natur dich auch noch tötet. Ich bin jetzt am Dorf. Ja, ich auch. Bist du schon irgendwo rein? Ein Skeff. Mhm, okay. Danke. Was trinken. Ich geh mal hier in das Häuschen rein, wo du gerade neben getrunken hast. Mach mal. Wenn du eine Milch findest, ich bin gerne der Abnehmer. Gucken wir mal in die Scheune. Geil, hier ist noch eine Milch. Yes. Geil. Brauche ich die nicht auch für irgendeine Quest? Ding? Croutons. Wenn für irgendwas brauche ich Croutons. So, komm schon. Ich brauche noch ein Maßband, Alter. Gib. Ich habe eine Hose gefunden, die sieht aber aus wie ein Schlauch. Hose ist super. Brauchst du viele von. Scheiß Schläuche da. Ah, du läufst, ne? Jetzt gerade ja. Ich. Hast du noch den Sledgehammer? Ja. Hier ist einer. Als ob. Ja. Du bist ein Haus weiter, ne? Ja. Ja, die kriegt. Irgendwie stopfe ich den noch rein. Denk ja an der Wand. Das Problem ist, ich habe schon wieder das Gefühl, dass ich gierig werde. Und das ist immer schlecht. Da bin ich. Ja, ich komme. Es wird lustig jetzt mit dem Extracten. Danke, F1 Gamer. 21 Monate auch. Draußen drin? Da an der Wand. Ah ja. Ja. No, wie viel Space braucht der wohl? Ja, was braucht er? Fünf mal zwei, als ob. Ach du Scheiße. Ja, der braucht eine Menge Space. Ich glaube, der muss sich von deiner Rüstung verabschieden. Geh noch mal Hand. Noch nicht. Ich glaube, der läuft nichts mehr rum. Ich will mich nicht von der Rüstung verabschieden. Da ist ja auch noch so viel Scheiß drin. Dann haben wir ein Problem hier. Im Platz. Leider auch keinen großen Rucksack dabei. Was kann ich im Busch werfen? Wirf dein Zeug weg und wechsel auf die Rüstung. Ja, ja, kannst moin. Du machen. Boah, kommt da nicht irgendwer angelaufen und lootet das? Ja, wenn du das in den Busch packst, dann nicht. Okay. Das halt nur gut verstecken. Dann gehe ich mal kurz Bibi. Kennst du? Ja, ja. Okay. Das heißt, also, ich gehe mal kurz in den Busch. Ja, aber war nur eine Frage, ob du rennst oder ja, irgendwer anders rennt. Nochmal nach Milch suchen.
Okay, also, das heißt, ich schmeiß meinen Rig weg und meine Armor. Das ist richtig. Verpackst du denn das Rig von ihm und dein, beziehungsweise dein, die Armor ziehst du dann an, die du im Rucksack hast. Schon mal wieder Platz. Wäre mega, wenn man den Hammer als Nahkampfwaffe ausrüsten könnte. Ja. Ich habe aber auch noch nicht verstanden, es gibt ja, auch laufende Messer, aber Nahkampf? Also, auf Factory vielleicht, das wäre ganz lustig. Oh oh. Chat, ihr habt recht. Was hast du? Ich habe meinen Rig weggeschmissen, aber das Zeug, was da drin ist, habe ich ja nicht versichert. Was ist denn das Zeug, was da drin ist? Also, hier muss ich nochmal gucken gehen. Smart. Ah, noch mehr mitnehmen. Geh nochmal raus. Guck mal hier, Apfelsaft. Eindübeln. Geh nochmal schnell ins Gebüsch und dann... Weißt du, welche waren das nochmal? Ja. Siehst du, wenn du die nicht mal wiederfindest, wie soll das jemand anders wiederfinden? Ja. Hier rennt wieder was? Ich sitze. Ja, hier rennt was. Warte mal, die Trooper ist doch, da ist doch gar nichts drin. Wo ist das andere? Brauchst du Hilfe? Soll ich gucken? Ich weiß es noch nicht, ob hier ein Spieler ist oder nicht. Das Problem ist, ich sitze jetzt in diesem Busch, wo mein ganzes Zeug drin ist. Ich muss hier weg. Danke. Ja. Und gerade die Straße runter ist ein Spieler. Glaube ich. Ah, es ist kein Spieler. Ich kill. Jay aktiviert. Eben kurz einen Drogen nehmen. Abfahrt. Doch, die Jobatschkin gehört, mein Freund. Wo bist du? Tschüss. Sehr gut. US-Muni ist Much, okay. Ja. Dann nehme ich dann Quass mit, ja, ne? Wobei, ne, ich nehme die Oatflakes mit, weil ich... Ah, ne. So. Okay, ich hab's geschafft. Ist es einfach in Escape from Tarkov reinzukommen? Also einfach reinzukommen nicht, nee. Aber vielleicht packt dich ja die Sucht und dann geht das ganz von alleine. Ja. Der hat aber auch... Ah ne, das ist so eine Billo-Rüstung, ne? Aber auch gut aufgeräumt hier. Wie viel hast du gemacht hier? 3 gerade? 2, glaube ich. Aber hier liegen 3 Leichen. Ja, hier waren schon welche vor uns. Ah. Wollen wir Factory Gate? Ne, geht ja nur Koop. Wir müssen Outskirts, oder? Ja. Dann wir gehen mal jetzt Richtung Ausgang. Ja, wir haben noch 12 Minuten. Oh, shit. Langsam. Ups, das war ich. Warte auf der Straße. Jo, ich sehe dich. Ja, ja. Du hast jetzt den Sledgehammer? Mhm. Okay. Man kann auch Guides anfragen, die nennen sich, glaube ich, Sherpa, ja.
Oh, der Imperator hat zugeschlagen. Dankeschön. Dankeschön. Ja, ist halt die Frage, ob du dafür Geld ausgeben willst. Dafür, dass dich jemand irgendwie... Das fand ich bei WoW auch schon immer komisch. Dich echt, das kostet Geld bei WoW? Ey, du kannst dich doch ziehen lassen. Ach so. Okay. Oder was meinst du? Magus, den Homer habe ich dabei. Nee, Sherpa ist eigentlich so ein Führer. Also der soll dich jetzt, glaube ich, nicht unbedingt leveln, sondern der erklärt dir Sachen in-game tatsächlich. Ach, das meinst du. Ja, schön. Wenn ich gleich nochmal einen Gegner finden sollte, muss ich mir nochmal ein Propital reinpfeifen. Wenn ich ganz ehrlich bin, wäre das irgendwie cool, wenn wir rauskommen. Ja. Aber auch eine Menge dabei. Sag jetzt auch nicht nein zu. Aber... Nickelodeon, dankeschön für 9 Sub. Hallo. Kannst du, wenn du rennst, auch wieder schon regenerieren oder regenerierst du keinen... Keine Energie, bis ich weiß nicht, wie schwer du bist. Ja, wenn du jetzt nicht... Nee, wenn ich gehe, alles gut. Alles gut. Ah, okay, okay, okay. Also das heißt, du bist nicht komplett... Nee. ...komplett überladen. Ich habe sogar festgestellt, theoretisch geht noch was. Ich habe 36 von 63 Kilo, also der soll sich mal nicht so anstellen. Ja, dann. Ich glaube, die Scavs sind vor uns. Oder sind Scavs vor uns? Gesehen oder gehört? Meine gehört. Okay. Ja, Chat, 960p ist tatsächlich die perfekte Auflösung. Also nicht die perfekte Auflösung, aber die beste für Twitch. Klingt seltsam, ist aber tatsächlich. Bei teilweise, glaube ich, sogar 936. Aber die Sonne steht gerade sehr schön. Mm, so dass du nichts siehst. Hier in dem Loch wird auch... Oh, hier, ich wollte gerade sagen, hier wurde ja schon gefightet. Hier ist auch mal was los. Nur nicht jetzt. Doch, Schritte hinter uns. Ja? Ja, okay, im Gras. Da, wo wir hergekommen sind? Nee, ich meine hier rechts. Oder da, das, du kannst ja im Kreis hier rumlaufen. Ich meine, ich hätte nicht nur deine Schritte gehört. Im Gras. Habe ich da gerade blöd, Chat. Doch, rennt was. Bist nicht blöd. Hinter uns auch, hinter uns. Soll. Da rechts, da wo wir gerade hergekommen sind, hingelaufen. War das ein Skeff? Ja, der hat zumindest nur eine Mütze angehabt. Da ist er. Alter. Eine Fresse. Okay. Gut, ich bin auch nur hart am Bluten. Ich hatte echt Befürchtungen gerade. Nee, ich auch. Gut, heilen. Aber ich heile mich ja wieder. Und daher, das ist okay. Okay. Bin nur kurz verflicken. Das ist ja so lächerlich, dieses Gaffs, ne? Ja, wobei man aber sagen muss, der hat echt lange gewartet. Also, ihr habt euch da schon sehr lange so einen Anstarrwettbewerb geliefert. Ja. Warum schießt Chris nicht? Weil ich, Jay braucht die Scavs für eine Quest. Oh, ich habe meine schon fertig. Lass uns mal weitergehen, sonst kommen wir in Zeit. Ja, langsam wird ein bisschen knapp. Ich laufe die Wand wieder entlang. Da lang. Ja, darunter. Ja, ich höre die auch schon wieder laufen. Dürfte es mich gleich sehen. Jetzt siehst du mich. Nutschkur. Oh. Das ist ein Sniper, oder? Habe ich mir auch gerade gedacht, der Sniper ist. Da waren zwei, die was gesagt haben. Das ist jetzt nicht so gut. Und wenn man nicht mehr so viel Leben hat. Ja.
Ich sehe ihn nicht. Der Sniper-Scaff nicht tot ist. Vielleicht waren da auch einfach nur zwei irgendwie in den Steinen. Das Spiel, was wir mit den Karten gespielt haben. Okay, da bin ich jetzt am Schlauch. Wie mit Karten? Mhm. Stacklands? Oh, das kann sein. Mau Mau. Es wird Mau Mau sein. Wir haben noch kein Video zu Mau Mau gemacht, oder? Eigentlich... Müssen wir das mal machen. Also für, klar haben wir schon Mau Mau gespielt. Echt? Ja, safe. Also ich weiß, wir haben Kniffel gespielt und... Arschloch haben wir, glaube ich, auch gespielt. Doch, aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir Mau Mau schon gezockt haben. Ich teile mich halt immer noch von diesem Fight, ne? Hat mich so kaputt geschossen. Ja, das hat eben bei mir auch ganz schön lange gedauert. Bei mir auch. Ah, wir sind am Checkpoint, okay. Ja, 6 Minuten, wenn wir jetzt nicht noch großartig aufgehalten werden, reicht dicke. Ja, ja. Wolltest du die Waffenkiste da gucken gehen? Nö. Wenn dann Skeff gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, ich gehe da nochmal gucken. Ja, kein. Was hat der? Der ist doch meinst du die Waffenkiste hier? Ja, ja, die meinte ich. Ach so. Die im Checkpoint, die habe ich selten gesehen, dass da irgendwas drin ist und nicht gelootet. Die ist sofort weg. Die hier auch. Ja, die sind gelootet. Weil ja auch Quests sind, ne? Ja, und der Spawn ist ja hier auch nicht weit weg. Ja. Also hier sind 2, 3 Spawns direkt um die Ecke. Ja, Stay Hope, alles gut. Also das kriegen wir, zeittechnisch kriegen wir das hin. Ich blute. Ach so. So, nochmal gucken, einfach ob noch... Eine Blutung ist bei mir wieder aufgegangen durchs Rennen. Ja, ja, das hatte ich eben auch, am Bein. Jetzt müssen wir nochmal gucken, ob da noch ein paar Scaffs an dem Scaff-Haus kommen, was da vorne links ist. Mhm. Da gehe ich nochmal auf Hand. Oh, hier ist offen. Wolltest du hier raus? Mama. Ne, können wir hier nicht raus. Hier können wir nicht raus. Hier ist zu. Ja. Also, was passiert, wenn man nicht... Achso, ja, wenn du zeittechnisch nicht schaffst, ist wie du stirbst. Ja, aber du kriegst deine Sachen auf jeden Fall wieder. Weil, kann ja keiner mehr holen. Das stimmt. Die in Shorten Sachen sind dann, ja, die kriegst du auf jeden Fall wieder. Ja. Hab ich da was gehört? Ne. Also ich versuche auch ein bisschen lauter zu sein. Nee, so vom Walli-Walli-mäßig. Ewigkeit haben wir eh nicht mehr. Es war 40 Minuten. Ganz entspannt Raid auf Woods. Oh. Oder entspannt. Ey, wenn du den Sledgehammer rausholst, wäre mega. Hab den damals, ey, ich war so nervös, als ich den da damals hatte. Da war der noch so selten und nirgendwo hat den jemand gehabt und alles unangenehm. Ich höre kein Walli-Walli. Echt? Versicherte Sachen sind weg bei Missing in Action? Aus. Okay. Das wusste ich nicht. Ich dachte, die kommen auch wieder. Muss die wegwerfen. Okay. Wow. Okay. Mal jetzt nochmal richtig ziehen. Ach, Junge. Ja, sehr nice. Danke, Heinzer.
Sehr nice Teil. Ja, ist der Vorteil, wenn man noch zwei Internetleitungen hat, ne? Mhm. Einfach 8 Scaffs gehabt. Nice. Oh, fucking Woods. Ammo used 1, oh Gott. GG-Chat. Aber auch geballert, die Gegner. Jetzt geht wieder ein bisschen Inventar-Tetris los. Wobei, nee, stimmt gar nicht. Ich kann eigentlich die Sachen direkt wieder benutzen, die wir mit rausgenommen haben. Außer den Hammer. Den Hammer nimmt er aber auch aus dem Inventar. Den benutze ich mal direkt. Oh, Sepp, das weiß ich nicht. Also wir haben dieses Jahr ein paar Events geplant. Sepp. Wieso sagst du nie Hammer? Oh, nimmt er den doch nicht aus dem Backpack? Kein Problem, ja. Richtig viel Platz. Ja, hast du doch Platz. Ah, ich bin so froh für dich. Das ist wirklich dieser Hammer. Puh. 3 Stunden dauert das? Die wahnsinnig. Das ist ein Big Ding. Weil du kriegst, den kannst du nicht kaufen, den Scheißhammer, glaube ich. Das wüsste ich das nicht. Das klaut dir halt auch immer Erfahrung und so. Echt ätzend. Spritzchen und das. Das habe ich weggeschmissen. Das kriege ich aber wieder. Also Seife und Zahnpasta. Ach ja, Matches. Oh. Ja, und der Generator, der geht nicht, weil mein Heim ist so offen. Ich kein Maßband habe. Naja. Was macht man mit Pferden? Verkaufen? Theoretisch muss man 4 behalten für 4? Okay, ich habe 2. Theoretisch 4 in Raid. Aber Quest habe ich noch nicht, glaube ich, gehabt. Also es dauert. Aber wir haben einfach da nicht auch nachgespielt, sagen wir mal so. Du kommst weg, du kommst weg. Frickend brauche ich, glaube ich, nicht mehr. Flash Drive kann ich abgeben. Oh nein, jetzt kriege ich wieder Sachen. EFT ist WoW mit Umwegen. Ja, nicht so ganz. Aber auch nicht ganz so falsch. Ja. 7 von den 8 Scaffs haben gezählt. Ich habe einen verkackt. Aber immerhin. 340. Mentos-Riegel. Dankeschön. Flash Drive hast du auch rausgeholt, das ist auch nice. Mhm. Stimmt, dem kann ich noch irgendwem geben. Wer wollte denn die Flash Drive haben? Ihr oder Jäger? Der Jäger möchte Coutons. Ach, Emilia. Skia möchte den haben. Jawohl. Nice, zumindest die Quest auch fertig. Ja, ich hab die Quest fertig gehabt, glaube ich, mit Level 28. Ach, jetzt hast du den Golden Swag. Golden Swag. Find the Golden Zibo.
Bankhaus. Ach krass, den Key kriegst du sogar. Ah ne, den kriegst du als Reward. Nee. Doch, den kriegst du von ihm. Wie sieht cool aus. Oben im Rick ist der Schraubenzieher. Ach so, ja. Danke. Ein Avel. Jetzt brauche ich ein neues hier. Heile, heile Ding. Dass man die nicht kombinieren kann, ne? Das finde ich so doof. Eben habe ich 400. Dann nehmen wir einen E-Fuck mit. Was soll's. Oh, warte mal. Wir hatten die ja noch im... Sind die das nicht? Ah, ne, ist ein Raikou draus. Das sind die falschen. So, muss ich noch was... Oh, ich muss auf jeden Fall was essen. Essen und trinken. Buckwheat kann man nicht essen. Soll ich dir noch eine Milch mitnehmen? Musst du noch mal Wurz? Fuck. Nö. Achso, du musst die nur auf Wurz machen. Ja, ja, ich muss die nur auf Wurz machen. Mir ist völlig egal, was wir... Wir machen einen Quest für dich, hätte ich jetzt gesagt. Streams, ich habe Bunker on Reserve finden. Den Folder 0031 in Bankhaus Customs gerade ja bekommen. Oh, warte mal, da muss ich zweimal nach Bankhaus. Einmal für... Oder war das die Quest? Nee, das ist eine andere. Na, das ist... Da musst du dich entscheiden. PMCs killen. Glaube ich. MP5 modifieren, ja, okay. Modify. PMCs mit Pistolen killen. Mega. Raikoutons finden und ich brauche immer noch Salivas. Ja, also eigentlich entweder Bunker auf Reserve oder Golden Swag auf Customs. Das sind jetzt nicht beide immer die schönsten Sachen. Dann würde ich fast sagen, lass uns doch Golden Swag versuchen. Golden Swag. Muss ich den Schlüssel, den muss ich immer mitnehmen oder habe ich den einfach immer dabei? Ah ne. Also. Cabin Key. Wo ist der jetzt hin verschwunden? Ja. Da. Guten Abend, Patty. Heile, heile, heile. Wasser, Essen. Ach, scheiße. Ich habe ja noch eine ganze AK da drin. Ah ja. Perfekt. Dann haben wir doch bestimmt noch... Wo sind die Standard-Dinger? Da. Sehr gut. Okay. Bisschen Apple-Saft. Ich hätte doch was zu essen mitnehmen sollen. So eine Kacke. Ich habe nichts zu essen. Ein Hot Rod geht auch statt einer Milch. Schraubenzieher kann ich ins Hideout packen? Wie mache ich das denn? Ich dachte, man kann die Sachen immer nur... Wo war denn das?
Schau drin. Shampoo füllt den Magen, ja moin. Du brauchst ein Toothpaste und eine Soap. Wait, wieso nimmt er denn den Hammer nicht? Tut er doch, der upgradet doch schon gerade. Achso, ja, das läuft schon, Chat. Ich wollte gerade sagen, hier, man muss halt die 2 Stunden 50 warten. Ja, dann müssen wir wieder geile Cracker kaufen. 14.000. Noch 49.000. Ich habe immer das Gefühl, ich muss nachher, wenn wir im Stream durch sind, ein paar Sachen verkaufen. Ja, Jules war heute auch schon. Der hat nur noch 8.000, der kann schon keine Sachen mehr in Schuhe. Er läuft bei ihm. Ich muss aber auch geltlich sagen, ich habe, glaube ich, einen Scaffron bis jetzt gemacht oder so. Also, ja, okay, dann na, weiß ich, warum ihr auch nicht so viel Geld habt. Wo sind jetzt die Cracker hin, du da? Da. Mega, die machen 10. Ich hasse es. Da ist WD-40. Wisst ihr, was wir finden? Wo gehen wir jetzt hin? Customs? Ja, da finden wir was zu trinken. Hoffe ich. Also zu essen. Customs? Ja. Zweifel. Ja, da finden wir was. War ich überhaupt schon fertig? Wie war denn die Brüstung? Rüstung ist okay. Munition haben wir. Komm, für den Spaß nehmen wir mal. Und Quatsch mit. So eine Kontakt. Ne, ist keine Kontaktgranate, ne? Und der Chat ist immer ein großer Freund. Wie ihr gesehen habt, habe ich es natürlich benutzt. Von. Achso, habe ich schon dabei. Ah, ist klar. Drei Tschonka, 2 Hering und Spreads, Hauptsache Horten. Ja, sicher. Brauchst du den Quatsch nicht irgendwie für, Jäger oder so? Was denn? Essen. Ja, Grippe habe ich. Achso, das kleine Tschonka brauchst du und das große Tschonka hattest du doch schon 2 abgegeben. Dem fehlt doch nur Emilia. Ja, aber gibt dann keine Quest mehr mit Essen, ne? Ja gut, dann kann ich das auch essen. Das kleine Tschonka. Davon brauchst du 20. Du brauchst 2 nee, Keys für Golden Swag. Dorm 303 und Cabin Key. Was? Aber warum gibt ihr den... Ja, mach mal back. Hat doch Sepp letztens gemacht. Danke, Sepp. Gucke kurz nochmal. Ja, du brauchst 303. Ja, so ein paar habe ich auch. Ich guck mal eben. Ich bin immer noch nicht zurück, das dauert ewig. Ja. Lass den mal ein bisschen kreisen. Man kann inzwischen mit 8K Bitrate streamen, wodurch die 960p-Thematik irrelevant wird. Echt jetzt? Das wäre ganz cool. Also nicht unbedingt wegen den 960p, aber die Bitrate an sich wäre halt schon eine ganz gute Sache. Von 6 auf 8000 ist ja schon mal was. Bonjour streamt auch mit 8K. Hey, wenn Bonjour das machen, machen wir das in Zukunft auch. Ah ja, Schlüssel. Danke. Habe ich eigentlich sortiert? Was hast du gesagt? 3.0 irgendwas, ne? Ja, ich hab 214, ich hab 3.06. Ne, 3.03 braucht man. Ja, ich hab nur Kevin und 3.06 habe ich nicht.
Hast du den noch? Was denn? Welchen? Warte mal, bin ich gerade völlig doof? 303. Ich habe 306 und 214. Dorms 303. Mhm. Hab ich. Tausche ich gegen eine Milch. Alles gut. Nehmen den Dorms 303 mit und dann machen wir auf. Oder Schaman. Also ich habe 303, ja? Ah, okay, ich habe Kevin. Okay. Dann. Geil, Dreier Dorms. Ja, das ist ja total entspannt. Love it. Das ist nur ein Level 56er gerade in der Timeline. Alter, Level 56. Ist noch nicht auch schon so hoch? Was? Nee. Level 56 ist wild. Nee, Quix, den AFAQ werde ich nicht entsorgen, den werde ich als erstes benutzen. Damit kannst du ja noch Blutung stoppen zum Beispiel, oder? AFAQ ist Müll? Hä? Kommt drauf an, wie viel Leben der noch hat. 12, aber ich habe noch einen IFAQ mit. Ich glaube, der. Also, um eine Blutung, ob es eine leichte oder eine große ist, brauchen wir halt so und so viele Punkte noch an Leben auf dem AFAQ. Ah, okay. Ich dachte, du kannst so mit einem Punkt kannst du noch AFAQ nehmen. Okay. Nee, also der heilt halt noch 12 Leben, aber ja. Ja, gut. Nichts verschwenden. Mhm, okay, es geht. Alter. Schreibt mir Formula Lena per WhatsApp mit einem Foto. Mhm. Und 5,6 Kilogramm Gewürzgurken und fragt, ob ich die nicht mal essen will. Was ist sie für ein Unmensch? Okay, das hat eine andere Wendung genommen. Widerlich. Als ich gedacht habe. Nee, ich glaube, Chat, der isst nicht mal 100 Gramm davon. Nee. Also ich mag ja Gewürzgurken, aber davon ein Kilo zu essen, nee. Da ist dann echt schnell Feierabend. Ich bin ja immer noch dafür, dass wir die Donut-Nummer nochmal versuchen, weil ich immer noch davon ausgehe, dass das damals irgendwie echt falsch war. Die waren alle ohne alles und nicht geil. Und so richtig gegessen haben wir die auch nicht. Und die waren viel zu groß. Meinst du, wenn das so Holland-Donuts sind? Ja! Also, so viel, wie wir davon da verputzen. Wir fahren dieses Jahr das erste Mal nicht nach Holland, ne, in unseren Urlaub. Das Alter, stimmt. Ich vermisse jetzt schon den Fla. Das stimmt. Alter, das ist richtig bitter. Wir fahren nach Good Old Germany. Warum haben wir bitte nicht Holland genommen? Ich muss vorher noch nach Holland fahren und Fla kaufen. Ich wollte gerade sagen, so weit weg bist du ja jetzt nicht. Ich fahr da einfach Fla holen. Wobei, kriegst du denn nicht bei dir da in der Region noch? Nee, nicht den guten von Campina. Ich glaube, Campina ist das. Okay. Oh, und auch kein Kibbeling. Ah, Kibbeling darf ich sowieso erstmal nicht mehr essen. Ah. Ja, in der Woche ist da, also bis dahin ist das nicht da irgendwie schon geklärt, ist da? Ich denke, bis dahin ist es geklärt, ob ich es essen darf oder nicht, ja. Ja, eben. Danke. Ja, aber ne, wenn du eine Glutenallergie hast, dann hast du die dein Leben lang. Ja, das ist schon klar, aber vielleicht hast du ja nur so eine Mini-Unverträglichkeit oder so. Ja, die habe ich sowieso. Bei Rewe in Osnabrück gab es auf jeden Fall Fly. Ja, okay. Das mag ja sein, dass es mittlerweile sowas wie Fla gibt, aber Fla oder Fla ist ein Unterschied. Und zwar ein essentieller. Das ist wirklich so. Also, ob ich jetzt den holländischen Fla kaufe oder dieses komische Plastikköttchen. Ja, der ist viel dickflüssiger und so und geiler. Ja, richtig. Also, das, ne, Joghurt ist, also so Pudding oder Pudding ist ja auch nicht immer gleich.
Scheiße, Alter. Na, hier sind Stiftes Dorf Customs. Ich wollte gerade sagen, oh, wo zu Gas Eule sind oder wir Gas. Hier? Komm, wir gehen hier erstmal hier ein bisschen looten. Dann haben wir keinen Stress. Sag mal, wieso siehst du nur aus wie ein Scaff? Ja, weil ich wegen der scheiß Quest so aussehen Ach, muss. Ach, immer noch, oh Gott. Ja, was heißt immer noch, Alter? Ich muss 15 Kills machen. 15 PC-Kills. Ja, moin. Hä? Heißt, eigentlich spiele ich nur noch diese Scheiße hier auf Custom. So, ist hier ein Stash? Leute, hier ist ein Stash. Einfach ist hier ein Stash. Hier war ich noch nie. Boah. Weiß ich jetzt auch nicht. Boah, ein Rucksack, einen neuen. Krass. Okay, das war mir neu, dass hier ein Stash ist, ehrlich gesagt. Hab den holländischen Flan noch nie gegessen. Ja, da hast du was verpasst. Moment, hier ist doch irgendwo der andere Stash noch, oder? Ist denn da oben in der Ecke, ist er doch. Ja, sehr. Hä? Oh, ich bin so verwirrt gerade wegen dem neuen Stash. Oder sind wir noch nicht weit genug? Mittlerweile in Deutschland auch. Das ist was anderes, ja. Wir ja, sind, das stimmt. Hier ist der. Das ist schon seit einer Zeit. Hier ist der andere. Kannst du haben. Kannst du holen. Ja, Maßband wäre ganz schön, aber ich glaube, die sind in den Stashes nicht drin. Ein M-Tape. Ja. Okay. Das merke ich mir, wenn ich. Die nehme ich halt mittlerweile nicht mehr mit, deswegen. Die Warte können mal, war der hier sein. Außerhalb vom Zaun oder bin ich gerade einfach dir. Drüber gelaufen? Hinter dir? Hinter dir? Nee. Das ist vorne. Da lang. Da war ist der in außerhalb Busch. Des Zauns? Nee. Muss zum Busch. War blind? Hä? Da ist doch kein Busch. Hier ist der Busch. Ach so, oh mein Gott. Ja, oh Gott. MP9N. Oh, lecker. Brrr. Schöne Waffe. Ratatat. Bessere Kettere. M-Tape finde ich oft in der Halle, ja, das stimmt. Aber da bin ich nicht so häufig unterwegs. Ich mache mal die... Wie gesagt, also Customs gehe ich gerne die Stash-Route. So da hinten den Stash, der da vorne kommt. Ihn hier außen rum. Und wenn du dann hier drüben extracten musst, dann an Old Gas Station und dann da noch die zwei Stashes mitnehmen, dann zum Crackhaus. Da hat man eine sehr ruhige Runde eigentlich. Ich bin jetzt an den Zügen vorbei. Naja. Brauchst du hier Scavs? Nö. Okay. Also ja, irgendwie drei Scavs für eine Daily Quest, aber die werden wir im Dreier Dorms bestimmt schon finden. Ah ja, vielleicht auch nicht. Wobei, das war sehr weit weg. War ein ordentliches Kaliber. Junge. Alter, brauchst du doch Salz? Nee. Hab Salz. Als Gaff nehme ich gerne die halbe. Ja, das stimmt. Gold, Alter. Da wird geballert. I don't like this. Ja, wir müssen eh in den Dreierdorms. Da hinten können sie sich ja kaputtballern, dann hast du ja gar kein Problem. Ein Döner bitte. Dumme Ball. Dumme Ballermann, jawohl. Dankeschön. Brauchst noch Essen trinken? Oh, hier war schon... Also zumindest ist das Ding leer. Vielleicht? Dann ist da einfach nichts drin gespawnt, glaube ich. Ja, oder vielleicht ist der... Oder gelootet und direkt zum Dorf gerannt. Kann auch gut sein. Wer hat noch einen... Ich habe einen Nicer Dicer. Zum, den benutze ich ja jedes Mal, wenn ich da so kleine Würfelchen machen muss.
Aber ich sag mal so, bis auf die Messer ist halt auch alles nur Plastik. Aber das funktioniert noch. Das wird ein Spaß. Mal gucken, was wir hier drin haben. Irgendwas ist auf jeden Fall da drin. Bist du nicht ganz nach oben? Ja, aber ganz nach oben gehst du hier nicht offen. Mach die Türen sonst mal zu. Oder nee, ich lass die mal auf. Aber jetzt bist du schon drin, also mache ich die wieder zu. Brauchen wir. Warte, nicht 3. Oh, brennt was. Das ist ein Scaff. Down. Kommt noch einer. Ja. Lass dir die mal. Okay, vielleicht kommt er auch nicht. Hat er noch geschrien in seinem Todeszucken oder? Ja, zumindest laufen. Okay. Davoi. Davoi, davoi. Okay. Eigentlich ist kein Spieler. Nee. Nur so eine Vermutung. Was haben die denn hier? Der hat auch schon wieder so eine Viererrüstung. Alter, wie sind denn die Scaffs ausgerüstet? Die haben immer nur noch Viererrüstung. Stimmt, ne? Ja, unfasslich. Ja, die VPO finde ich kacke. Nehmen wir mal mit. Eigentlich ein Magazin drin? Was Sache? PSDGZH. Nee, lass mal. Ist hier 306? The door is open. Ach, 303. Wie komme ich auf 306? Verdammt Scheiße. Keine Ahnung, wo das Zeug hier von dir liegt. Golden Swag. Ich habe das Zippo eingesackt. Aber wofür brauche ich jetzt den anderen Schlüssel? Ja, den musst du jetzt stashen. Bei Big Red. Ich muss jetzt nach Big Red laufen. Oh, ich dachte, den Schlüssel bräuchte ich hierfür. Mit unten rausgehen. Ganz unten? Ja. Ein Ticken safer. Bam, 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 bam. Kann passieren, ne? Ja, ist mir schon ein paar Mal passiert, dass die Leute hier vor den Türen warten. Mhm. Fand ich nicht nett. Bei mir wäre ein Full-Team in Doms gewesen. Ach. Ja, das wäre okay gewesen, wenn ich davon 3 gemacht hätte. Mit deinem Walli-Walli-Hämmchen. Walli-Walli. Keine Rüstung, Chris. Doch, ich hab eine Rüstung. Da. Das, in dem Fall ist es Rick auch gleichzeitig die Rüstung. Aber diese ganzen Ricks und Rüstungen, vor allen Dingen auch diese Westen, die sorgen immer dafür, dass deine Arme weggeschossen werden. Mach dein Trinken. Ah, 49,40. Ja. Trinken haben wir auch mit. Ah. Das ist gut. Braucht man Arme? Ja, wenn man so eine Waffe hält und schießen will, irgendwie schon. Also ich meine, wenn es realistisch wäre... Braucht man Arme? Bitte was? Also, wenn es jetzt noch ein bisschen realistischer wäre und ihr schießt einen an den Arm weg, müsste man theoretisch die Waffe fallen lassen. Also... Aber das wäre dann, finde ich, wieder ein Ticken zu krass, weil dann kannst du dich halt gar nicht mehr wehren. Ja. Und das ist jetzt auch nicht das Realistische, dass du immer wieder hier spawnst und immer wieder hier abhaust. Und wenn du stirbst, bist du tot. So, aber wirst ja wiederbelebt. Mhm. Also wenn du willst, kannst du da eine Menge Logikfehler finden. Kopfnüsse, verdammt. Irgendwer hier im Busch? Nee, ne? Nee, bestimmt nicht.
I do not hope so. Ich hab mich immer gefragt, also die sind ja jetzt nicht da, aber ich hab mich immer mal wieder gefragt, ob es nicht irgendwann mal passieren kann. Wir gehen jetzt über die Brücke, da oben sitzt einer im Busch, der schießt uns beide weg, freut sich den Arsch ab und dann kommt Bram morgen ins TS und erzählt, ey, ich hab da zwei Leute weggeschossen. Und die da sind zufällig Husaren-Chris und Ice-Team. Ja, das wäre eigentlich immer noch lustig. Hab noch nie gehabt. Ja, aber Bram schießt uns doch beide nicht weg. Ja, nee, aber keine Ahnung, oder Sepp oder so, dass du den auch mal als Skeff-Spieler oder so triffst. Er ist wahrscheinlich gerade besoffen irgendwo auf der Abriss-Ski-Hütte. Ja, das kann sein. Müssen wir eigentlich hier raus? Ja. Stimmt. Ja, guck mal, perfekt. Ich hasse dieses Loch. Hallo, Mr. Toxino. Was geht? Kann man den Tag auf nicht mit null Armen die Waffen noch halten? Ja, kann man. Das war da hinten irgendwo. Mhm. Hm. Alles, hm? Nee, doch nicht zu big. Also doch nicht red? Nee, doch. Also, nee, ich muss da jetzt nicht rein. Ich habe eh den Schlüssel nicht. Du aber wahrscheinlich auch nicht. Wait, doch, den. Wir müssen da hinten durch. Nee, wir können nicht im Big Red, nicht in Big Red. Ach so. Ah ja, die Cabin, ja. Ja. Da dachte ich, laufe ich zwischen den beiden Dingern lieber durch. Ja, ein bisschen Scaffs vermeiden. Ja, oder Spieler. Oder Matteo von Bonjour. Ja, also generell so Leute, die man halt kennt. Ne? Ich ja, wir spielen gehabt. Immerhin auf Europe. Ja, genau. Aber dass man halt mal irgendwen... Das sind so viele Spieler. Oder nicht. Ja, genau. Und dann hast du halt immer nur 8 bis, weiß ich nicht, 15 oder so auf der Map. Dann gehen wir hier stashen. Letztes Mal kamen sie hier alle an. Ja, ich gehe mal zu den Zügen lieber, um zu gucken, ob hier was ist, während du da am Arbeiten bist. Ja, ich gehe mal rein. Ich war doch im Blue, oder? Nee, hinter dir. Nicht im Blue? Nee. In dem Kleinen? Ah. Daneben. Seid ihr Skeffs oder seid ihr Spieler? COD habe ich mal Bram getroffen. Ja, da hast du ja aber auch mehr Spiele. Ne? Also die gehen schneller vorbei und das kann durchaus vorkommen. 5, 4, 3, 2, 1. Fertig. Nice. Golden Swag. Haken das ist dran. Schon gut. Kommt zu dir gerannt. Mhm. Muss man jetzt noch extracten oder können wir hier noch ein bisschen schießen? Nee, können jetzt eigentlich extracten. Ich meine, hier ist wahrscheinlich eh nichts mehr. War ja eh gefühlt nichts. Ja, aber das hatten wir letztes Mal auch. Dann kamen die alle um die Ecke. Nur mal kurz gucken. Ja, hier ist auf jeden Fall auch gelootet. Ich sehe keine... Doch. Nee. Okay, ich dachte, das wären Arme, die da liegen, aber es sind Flaschen. Okay, ist wirklich nichts. Nee. Let's go! Hier ist nicht wirklich was. Bis da hinten liegt irgendwas Totes.
Wann habe ich denn erzählt, dass mir Tarkov nicht gefällt? Hier ist gar keine Leiche. Hä? Hab ich noch nie gesehen. Den Koffer da? Ja, habe ich noch nie drauf geachtet. Hi, Joa. Entspannt. Das war wirklich sehr entspannt. Ja? Soll's ist doch auch mal schön. Wenn es mal entspannt ist. Soll ja auch mal Tag auf Fortschritt. Man muss ja auch mal Fortschritte haben. Mhm. In dem Spiel. Das sollte ja auch geben. Tote Koffer. Ins Gesicht hilft dir kein Helm. Ja, das stimmt, aber muss ja nicht immer von vorne beschossen werden. Ach, das war gar nicht Jäger. Deputy Chiefs Past Life. Das ist ja alles Customs, was Gear will, das ist ja krass. Danke. Dankeschön, Skydo, für 29 Monate, vielen Dank. Scream Sing hat noch 34 nachgeschoben, dankeschön. Jetzt habe ich schon wieder so ein Ding. Theoretisch ist die Quest abzugeben. Habe ich schon. So, was sagen sie dir? Skier hat jetzt Chemical Part 1. Obtain information about the Deputy Chief's past life on customs. Ah, das ist glaube ich in dem roten Zug. Was ist das? Nee, doch. Hm? Okay, du brauchst den 220er Key. Super, ich hoffe, du hast den Dormund, ja, 220er Key. Nö, wir können noch eine andere Quest machen. Ja, den kann ich hier, glaube ich, den musst du abgeben. Oh, Imperator, dankeschön. Schon wieder, ich hab's verschenkt. Sicher, dass du den nicht hast? Den 220er hast du gesagt? Ja, ich glaube, den braucht man. Negativ. Oh. Ich glaube, ich kann den anders machen. Ich glaube, ich kann den nämlich auch nicht mitnehmen, weil irgendwie Schlüssel kann man, glaube ich, nicht verteilen. Hatte zumindest mal irgendwer gesagt. Wie nett von euch. Wie nett von 228. Nee, den kann ich mir noch nicht ertraden. Oder ist das Director's Office? Nee, das ist nicht das Director's Office. Nee, den kannst du irgendwann geht später scheinbar erst traden. Naja. Ja, aber ist ja nicht schlimm. Alter, warte mal. Ich kann es nicht mehr sehen. Weg mit dem Käse. Ja. Jedes Mal. MP9. Wo passt du denn noch hin? Easy. Mach mal Rechtsklick drauf, Mittelklick drauf. Ja, du kannst die einklappen, glaube ich. Krass, kann sogar noch sortieren. Ach, die AFAX können dann wirklich weg, habt ihr gesagt. Ne? Ich habe noch ein paar solche Scheiß. Bei der 120er vielleicht bringt der nochmal was. Dann nehmen wir den mal mit. Ja, 120er kann man noch mitnehmen, aber ich würde auf jeden Fall noch einen anderen. Also du hast ja noch einen E-Fuck dabei. Ja, genau, ich habe extra noch einen E-Fuck dabei. Die Cabin brauchst du aber nicht mehr. Cabin Key kann weg.
Jetzt brauchst du den, glaube ich, nicht mehr. Oh, weil den kriegst du ja durch eine Quest, also. Aber ich soll was essen. So, Hering habt ihr gesagt, kann einfach mal rein. Und ein bisschen Wasser. Ach, Cola, Alter, ist. So. Zuki, hallo. Dankeschön. Danke für deinen Sub. Ich habe nur 5 Schuss abgegeben, also. Ich such dir aus, worauf du Bock hast. Wir können leider für dich questen. Das ist fein für mich. Ich muss, wie gesagt, meistens eh irgendwie Scaffs oder Spieler killen. Joa, 25 Scaffs auf Customs. Ich glaube, da macht man eher so nebenbei. Bunker ja. Auf Reserve. Das locate the halt underground aufmachen. Bunker on Reserve. Locate the control room in the underground. Und dann extracten. Das ist zumindest Krieg. Ja? Den Krieg können wir machen. Ja, dann. Ja, ansonsten sind sehr viele Sachen auf Customs, aber ich glaube, da braucht man auch Schlüssel von. Und der Rest ist PMCs killen oder irgendwelche Sachen zusammenbauen. Also. Danke. 3 PMCs mit Pistolen. Ja, moin, ey. Komm, ich nehme zumindest mal eine Pistole mit. Also, da wirst du, glaube ich, keine. Vielleicht schon, keine Ahnung. Niemals nie, aber. Habe ich gesagt Reserve, ne? Theoretisch. Wenn du Reserve gehen willst, kann Reserve gehen. Ja, Reserve Bunker. Oh Gott. Lead Time. Ja, ganz entspannt. Wie nett von euch. Adekorb hat auch Abos dagelassen. Vielen Dank. Wie nett von euch. 10 Stück. Sehr nett. Factory Pistol Runs. Ja, das stimmt. Das kann man ganz gut machen. Die machen aber auch nicht so viel Spaß, aber die wirst du wahrscheinlich irgendwann machen müssen, damit du deine Pistol Kills kriegst. Oder du machst das dann einfach so, fragst deine Zuschauer, ob die mit dir auf Nordamerika queuen zur gleichen Zeit und dann kannst du gucken, ob sie die gönnen. Ja, nee. Stimmt, Fire Emblem Engage ist rausgekommen. Wie nett von euch. Wie hieß denn das letzte nochmal? Aber nicht Warriors. Wie hieß denn das noch mit der Schule? Was Sachen? Treehouses. Yo. Treehouses war ziemlich cool. Da kannst du aber auch 30 Jahre in dieses Spiel versenken. Achso, scheiße, ich sollte mal. Achso, ja, ich bin LFG. Danke. Achso, du bist schon da. Yes. Jo, hab geschlafen. Alles gut. Kannst du aber in jedem Fire Emblem, ja, das stimmt. Ist es denn gut? Hat das irgendwer schon? Oh, Firestorm, ich weiß nicht, ob Gruppenmitglieder zählen. Das wäre irgendwie nicht smart vom Game. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Leider nicht. Dann hätten wir da schon. Hast du gegessen und getrunken? Ja, hab ich. Trinken habe ich noch mit. Wobei, warte, lass mal gucken. 76 trinken, 97 essen.
Ja, ich habe noch Trinken mit. Gut. Danke. Ja, dann. Bim! In den Spaß. Danke, Linguste. Fast eine halbe Schwangerschaft. Das ist aber okay. Interessant ausgedrückt. Danke, Izzy. Nee, Dizzy. So rum. Sechs Minuten Waiting for Players macht Spaß. Dann hast du einfach einen schnellen Rechner. Und jemand anders ist sehr langsam. Ja, das kann auch sein. Trinken ist generell so eine gute Idee gerade. Was ist denn dieser scheiß Bunker? Ist das das außen gegenüber von den Zügen? Danke. Oder das Ding oben? Da, wo die Raider spawnen. Der neue Teil. Da, wo alle immer runterrennen zu Beginn. Hm. Cool, da war ich noch nicht. Ja, unangenehm. Ist das dieses, wo man extracted hat früher? Wo du in dieses Haus reingehst und dann in den Keller? Nee, ne? Bunkerdepot ist das ja nicht. Ist das da daneben? Das ist über alle verschiedenen Häuser zu erreichen, über 5 verschiedene. Ah, okay. Das ist unangenehm. Reserve ist auch eine Map, wo alle Loot Runs machen. Das stimmt. Ah, die spawnen ja erst später. Also zumindest die Scav. Ich muss den Control Room auch noch finden. Ja, schön. Wie kein Alk-Chris. Alter, jetzt wäre ich jedes Mal, wenn ich streame, Alkohol trinke. Das ist doch Quatsch. Aber jetzt, wo du sagst. Total Rocks und PMCs. Ja, das Problem ist, Loot will ich jetzt ab so gar nicht so unbedingt, sondern eher die Quest fertig machen. Also, da unten können schon vornherein Raider gespawnt sein. Wenn wir unten sind, können Raider spawnen. Klingt doch solide. Mhm. Du hast eine Smoke-Maske an. Ja. Die ist zumindest 30.000, glaube ich, wert. Das wusste verkaufst. Ich. Genau, also sie ist zumindest wert. Ich habe irgendeinem Scav, glaube ich, eben das Ding abgenommen, habe die angezogen und dann ist gut. Ja, die kostet ein bisschen was. Damit wäre ich 4-mal so reich wie Jules. Nur mit dieser Maske. Okay, so, guten Spawn wäre ganz schön. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Sieht aber nice aus. So nämlich. Das ist ein nicer Spawn. Ja. Let's go. Follow me. I follow you. I follow. Hier, das ja, fällt ich runter. Ich renne gleich weiter. So safe sterben. Ach Quatsch.
Ach, hier unten. Hier waren wir doch schon ein paar Mal, oder? Also hier ist zwar mal viel los gewesen, aber... Okay, ist immer scheiße. So, Subclass completed, the Bunker, Nummer 1. Ja, du musst noch mehr. Ja, ich muss noch Control Room so haben, aber... Oh, Raiders sind da. Warum rennst du denn da hin? Pass auf jetzt. Ja, weil wir hier hin müssen. Wo bist du denn jetzt hingerannt? In den Kontrollraum, wo du hin musst. Das bist du, ne? Hier, ja. Da müssen wir rein. Ich glaube, hier sind welche. Ja, lass mich mal. Ich habe eine Granate. Geht die Tür nach links? Okay. Ich weiß die Granate. Oh mein Gott. Ich bin tot. Oh mein Gott. Der hat leider exakt so gestanden, dass er mich angeguckt hat. Hallo Raider. Granate fliegt nicht. Granate sagt nein. Hat er dich auch erwischt? Noch nicht. Noch kannst du mir joinen. Ich trau mich gerade noch nicht. Ich hab schon Angst gehabt, dass ich die Granate einfach nur fallen lasse und dich damit kille. Oh, mega. Bist du schon da? Noch nicht ganz, aber lass dich da nicht von... Wo war der denn? Ich kann mir die überhaupt nichts sehen, aber da, wo ich liege, schräg, also rechts an der Türe. Ja, Chat, wir sind sofort da, da. Okay, ich hab einen. Ich glaube, das war der. Kommt noch einer? Ich sehe gar nichts. Ich sehe einen Bandit. Oh mein Gott! Ja, ist beide. Oder? Da ist noch ein dritter. Alter! Dir geht's nicht so gut. Holy shit! Also du hast beide, meine ich, gemacht. Ich bin komplett rot, ich hab 25 HP noch. Ich sehe schon, ich sollte da vielleicht nochmal mit einer Shotgun hier rein. Oh mein Gott, ihr 25 HP. Au. Ja, 24 mehr als du brauchst. Bin ja noch nicht fertig. Alter. What the fuck? Please don't push me. Scav ahead. Scav? Du bist doch kein Scav. Oh oh. Ich glaube, der ist weggerannt. Oder? Ich hab keine Ahnung, was der ja macht. Ich weiß auf jeden Fall, wo ich... erstmal. Ich weiß auf jeden Fall, wo ich nicht hingehen werde auf Reserve. Irgendwann musst du da hin, Holo. Oh oh. Wird voller. Also ich weiß, dass hier Leute sind. Ja, deswegen sage ich, das sind, wird voller. Ja, damit hat er mich weggemacht, glaube ich. Problem ist, das Spiel ist noch nicht hier durch. Nee, noch lange nicht. Du musst ja wieder da hoch. Und durch die Scavs, durch die Spieler und durch die Raider, die noch sind. Das stimmt, die Scav-Spieler, die kommen auch gleich.
Switchblade. Geiles Alter. Die Scav-Spieler, die da gleich zum Looten runtergerannt kommen, wie die Zombies, die kommen ja noch. Mhm. Meine Ada ist weg. Naja. Ich hab noch drei andere. Keine Rüstung anhaben. Ja, das war auch ganz gut. Der eine ist hier nämlich in die Waffe gelaufen, wo du auf den anderen gezielt hast. Und so hast du die beide weggemacht. Dem ist hier jetzt noch irgendwo einer. Hm, der sieht auch irgendwie die ganze Zeit einen. Also der ist auf jeden Fall getriggert. Geht's dir wieder gut? Nope. Und pfeifen. Zack. Jawohl. Könntest du mir auf Shotgun? Ja, Bock auf die Waffe. Bewegst aber mit der Schießen. Ist hier gar nichts. Ach, da ist dieser große Raum jetzt, ne? Das war die Granate. Ist ja jämmerlich. Er hat auf jeden Fall einen Spieler niedergeschossen schon, das weiß ich. Ja, mich? Und nee. Nicht nur dich. Ah, nee, Quatsch. Der mich gemacht hat, ich glaube, von dem hast du die Waffe in der Hand. Okay. Nee, das muss ja. Ich hab noch genug Ada-Kram. Lass das. Also das musst du nicht mitnehmen. Nehme ich auch nicht mit. Entsorge nur Müll. Ah. Ja, danke. Okay. Gavahead! Ja, der hat das schon irgendwie... Mag die Saiga gar nicht. Nee, Jay, schmeißt dich schon nicht selber die Granate vor die Füße, also. Gut. Danke. Hä? Das ist doch der. Oh, die ist da oben gegen geflogen, glaube ich, oder? Oh, ne. Alter. Der hat dir schon wieder den Arm weggeschossen. Der hat eine fucking Fehlfunktion, Alter. Ich hab eine Raider-Waffe und die hat eine fucking Fehlfunktion. Ein Ernstspiel? Hab ich auch gut geschossen, muss ich sagen. Ja, genau, das ist Motorfehlfunktion. Aber sowas von einer Motorfehlfunktion. Ja, die Waffe ist auch nicht mehr ganz so frisch. Ich glaube, die ist so bei 40, 48 oder so weit. Ja. Warmageddon. Alter. Wieso nimmt Jay nicht alles mit, was er kann? Riecht voll. Das ist nicht alles, das, was du unbedingt haben willst. Geht denn jetzt hin? Ah. Ausgescaved. Ja? Was denn? Ich hab das nicht gesehen. Ah ja. Ohoho. MPX? Das sieht aber auch schick aus. Auf was für einem Server spiel ich ja eigentlich, dass hier keiner ist?
Jetzt beschwer dich nicht, gleich kommen sie alle. Bei mir nicht. Beste Runde ever. Alter, was ist denn das für ein Rucksack? What the fuck? Takedown-Rucksack. Herrlich. Jetzt musst du nur noch raus. Alter, so voll war ich noch nie. Das habe ich noch nie geschafft. Kein Scheiß. Das ist ganz wild, was hier gerade passiert ist. Und Scheiß, ich glaube, es waren 4 Raider. Ja. Als ob, Alter. Es wäre auch scheißegal, wenn ich sterben sollte. Das ist fein für mich. Also die Raider haben ja dann irgendwie doch keine richtige Rüstung. Dafür haben die halt geile Waffen. Ja. Oh, fuck. Was ist denn ein Schalter? Was für ein Schalter? Schalter habe ich gedrückt. Ja. Sonst wären die ja nicht alle da. Fucking voll, ne? Wegen Extract Camper. Hast du diesen scheiß Raum immer noch nicht located, ne? Weiß gar nicht, wie oft ich located da unten... Located habe ich den, aber... Ja, du hast nicht geschafft, in den Kontrollraum zu kommen, nicht im weil Kontrollraum. Da der scheiß Raider war. Genau. Da macht ja nichts. Das ist doch... Wenn ich mir angucke, was du da gerade bei dir hast, gehen wir da sofort nochmal hin. Ist so aus, als wenn hier gleich einer steht. Ja, wir haben ja schon eine Brotkrumenspur gemacht, wie bei Hänsel und Gretel. Aber woher soll der wissen, dass du den Schalter umgelegt hast? Du kriegst das mit, wie Strom ist. Ich leider immer noch mal gucken, vielleicht kann da auch ein guter Key drin sein. Vielleicht auch nicht. 600 Rubel. Ja, mega, oder? Jetzt raus. Ja, press the button, deine Mutter. Das Ding ist verbuggt. Eigentlich müsstest du jetzt machen. Ja, aber vielleicht musst du ihn jetzt noch mal drücken. Nee. Ist gleich einfach so. Gleich, pass auf, gleich kommt Sesam, öffne dich. Weil ich bin ganz schön kopflos. Ich werd weggekeyt, mein Kopf. Ja, stimmt. Könnte jetzt Jay sein. Sieht wirklich aus, als wenn ich jetzt... Das könnte Martin sein, so von der Form. Martin, ja gut, könnte auch Martin sein. Hat auch eine Brille und Glatze, ne? Oh, Mann, hui. Holy shit! Wild. Ganz, ganz wild. Krass. Ja, nice. Geht's hört. Holy shit. War ordentlich. Holy shit. Wie viel hast du jetzt gemacht? Holy shit. 6000 Erfahrungen kriegst du für 4 Raider. Holy. Alter, schön. Krass. That is. Aber der killt ist, der Jastreb, der ist hier halt durch die Wumme gelaufen und dem anderen hast du währenddessen einen Headshot gegeben. Ich hab keiner einfach geschossen. Ich hab geschossen und gesprayt aber und so gehofft, dass ich überlebe. Krass. Ja gut, da habe ich dann die Raider unterschätzt. Die sind Monster. Geil, Alter. Das war krass. Alter, Falter.
Die Waffen sind lecker. Ach so, ja, ich habe noch nicht weitergeklickt. 3 Limbs lost. Least damaged area head. Der hat mir nicht in den Kopf geschossen, okay. Guck ich doch mal, ob ich nicht auch eine Shotgun habe. Achso, doch, ich muss Parsec doch wieder ausmachen, sonst, höre ich, sonst macht der Sound mich. So, den kannst du natürlich auch ausmachen, den Sound, ne? Parsec. Ich connecte dann einfach neu. Oder so. Geil, ganz viele tolle F1 Platzgranaten. Herrlich. So. Also, dann nehmen wir doch das und ich kaufe, nee, das nicht. Direkt erstmal hier Noah geschickt, der wird wahrscheinlich kotzen. Also kotzen im Sinne von, ich hab das nicht geschafft. Da ich kein... Ich will mir schon wieder eins kaufen. Dankeschön, Migon, für 31 Monate. Was haben wir denn da noch zum Peng-Peng machen? Welche von den Shotguns nimmt man denn jetzt? Wirklich die Saiger? Die hat nur 5 Schuss. Ja, ne? Komm. Wie fit bist denn du? Ach, guck mal, die sind noch voll fresh. Wenn, da hätte ich noch irgendwo Munition dafür. Das hier? Nee. Ach, die Dinger sind das. Nee, du siehst nur so aus. Aber wieso geht denn das? Achso, der Slot ist nicht empty. Ja, doch, das ist aber wohl die richtige. Ist da dran? Ist ja nicht mal geladen. Okay. Welche Shotgun-Muni packe ich denn so in die Dings rein? In die Saiga. Also welche Shots? Ach du Scheiße, die Saiga. Ja, oder soll ich eine ganz normale Shotgun mitnehmen? Also ich bin, wenn ich eine Shotgun spiele, dann spiele ich eigentlich immer nur die Gauges. Die, was ist das hier? Die, MP100. Ach so, die du auch modden musst. 153 oder meinetwegen sogar noch die M870 oder die anderen. Die Saiga spiele ich quasi nie. Weil? Die einfach nicht mag. Ach so. Ja, aber sonst die wahrscheinlich ist kannst ja du jetzt aktuell irgendwelche Bugshots wahrscheinlich reinkaufen. Munition ist ja die gleiche. Ja. Echt die Bugshots? Ich weiß halt, bei den, da kenne ich mich halt leider gar nicht aus. Bei ich guck den, mal eben nach. 12, 17, 17 Bugshot. Ich fürchte, ich kann auch keine besseren kaufen. Die 7mm Bugshot. Mega, gelb bei allen. Kann auch nochmal gucken. Ja, die sind aber, das ist normal, aber du musst gucken, dass du die richtigen auch guckst. Das sind die 1270er 7mm Bugshot. Ja, es sind glaube ich keine 1270er, oder? Doch. Bei der Saiga? Achso, das. Doch. Du da reinpackst? Mhm. Ja. Habe ich noch andere? Ah. Ich hab doch die Magnum oder die Grizzly. 8,5 mm habe ich noch. Ja, okay, ich glaube, ich bin da noch. Das Problem ist, reichen 15 Schuss eigentlich nicht. Bei dem, was da gerade abgegangen ist. Also wenn du Express oder Magnum Bugshot hast, ist es besser, hätte ich gesagt. Okay, bei Magnum habe ich noch ein paar.
Du hast 7 mm jetzt drin, oder was? Ja. Magnum okay. Ist aber 8,5. Wenn ja. Das auch geht. Ja. Ich möchte noch ein Magazin. Oder nehmen wir Magnum ist auf jeden Fall die stärkste von den Bugshots, wenn du die du kriegen kannst. Flechetti ist die beste, aber da kommst du nicht dran gerade. Ach, jetzt ein Magnum, ich hab sogar noch eins. Die Ammo-Box, ich glaube, die habe ich mir gekauft. Das geht nicht. Alter, ich verkaufe jetzt diesen scheiß Helm, das gibt's ja nicht. Das kann man durchaus auch machen. Also ich verkaufe auch eine Menge. Den Shit, das ist auch Quatsch. Warum nicht so? Oh, warte mal, ich krieg da auch noch 12 Firmen gerade ein. Dankeschön, Veloron, für 48 Monate. Tridaniel hat auch noch 32 reingehauen. Vielen, vielen Dank für die Subs. Die UPSK sieht aber schick aus. Das war ein Schalldämpfer dafür. Tatsache. Das ist ja geil. Jetzt musst du eigentlich nur am Visier drauf. Wo willst du als nächstes hin? Ja, Reserve. Okay. Nehme ich mal jetzt die Waffe mit, die ich geschossen habe. Echt? Boah. Eine auf. Ja, klar. Eine von den dreien. Ich frage mich nur gerade, ob 15 Schuss reichen oder ob ich nicht einfach noch ein Magazin. Ich nehme noch ein Magazin mit. Komm, was soll. Was soll der Geiz? Was kann ich denn überhaupt kaufen? 5er Magazin. 1700 bei Jäger. Gib mir mal 2. Danke. Boris Brandt, Dankeschön. Und schönen guten Abend. Shinji, auch danke für 6 Monate. Wo hast du denn die jetzt hingepackt? Da ist eins. Da ist der zweite. Hat das schon mit der Magnum-Munition? Wenn ich tot bin, wird die Waffe auf jeden Fall nicht wiederkommen. Mal hart. Brauche ich eigentlich nicht in Schuhen. Schießt ja kreuz und quer, Alter. Ist das nicht gut für den Nahkampf? Ja, aber. Dankeschön, Rikai. Wie nett von euch. Ah, und Klaus hat auch noch 5 Abos verschenkt. Danke, Klausi. Fühle ich mich jetzt schon mit meiner Shotgun eher wohl, ne? Wie nett von euch. Ich brauche noch einen Helm. Habe ich den Helm eben gekauft? Skier? Nee. Wo habe ich den Helm geholt? Bei wem hatte ich denn den scheiß Helm? Chris, du brauchst eine Kiste für den Hideout-Kram. Ja, das ist richtig. Ja.
für die ganzen diversen Magazine. Ich habe noch so viel Waffen, also STM9 noch nie gesehen. Du kannst auch rechtsklick auf die, aus. Du kannst auch rechtsklick auf die, zum Beispiel, wie heißt das? Ah, die STM, die ist nice. Du kannst rechtsklick auf die Magazine machen und Top Up drücken. Oder Load. Ach, ne, ja, aber, ach so, ja, raus, und dann sucht er die raus. Ja. Jo. Die passende Ammo, das ist ganz angenehm. Das ist ja echt ganz geil. Ja, also, Helm. Mal gucken, wie das mit der Seiger wird. Hab ich noch nie benutzt. Trinken dabei, Heilung dabei. Essen brauchen wir nicht. Stimmt, ich habe ja bei mir ist ja alles kaputt gegangen. Warte mal, das nehme ich mit. Wofür ist Morphin? Achso, warte, ich guck mal eben nach. Morphin macht so wie die Painkiller. Ist nur schneller, ne? Ja. Einfach mir gerade 2 Propital reingepfiffen. Einfach die Drogenabhängigkeit gegönnt. Kann man schon abhängig werden? Nee, noch nicht. Okay. Noch nicht. Okay. Die bessere hast du noch oben. Ach, die habe ich wieder einfach. Lol, du hast vollkommen recht. Will ich natürlich nicht zurück in dieses Ding geräumt. Dankeschön. Ja, das ist jetzt so ein bisschen. Achso, nee, warte mal. Okay. Jetzt mal gut. Ey, dass ich das gerade mit 25 HP überlebt habe. Ja, voll geil. Das ist ja super dumm. Viertel vor 6? Ja, ne, da unten ist eh dunkel. Können wir machen, ja. 45.000 zum Insuren, Alter. Ja. Wir könnten eigentlich auch einen Scaffron mal machen. Dann zeige ich dir mal den Loot Run oder sowas. Dann kannst du ein bisschen Money mal verdienen. Das ist doch vielleicht gar nicht so schlecht. Wenn du dann mal ein bisschen Geld machen verdienst. Auf ich Reserve weiß, mache Lighthouse ich die sehr gerne. Auch Reserve. Gleiche Zeit. Uhr, ja, 17 Uhr? Nee, 6 Uhr. Lieber hell werden als dunkel. Ja, oder? Okay. Also ich meine, es ist halt noch dunkel. Wir sind ja auch nur dann nur noch 10 Minuten, ne? Also wir laufen da nicht ewig lang. Das ist schon eher Rennen. Von einem Punkt zum anderen. Aber von mir aus können wir auch 18 Uhr machen. Ja. Ich denke, das geht schneller. Dann finden wir schneller den Server. Weil jetzt müssen wir erstmal die Server reinladen. Hast du eigentlich Sonntag Dortmund geguckt? Ja, und das war und ich dachte, ja, und ich dachte so, okay, das Bengals-Spiel ist noch am Abend, ich werde sterben. Aber die Bengals haben gegönnt. Ey, Dortmund. Alter, Dortmund war einfach so easy bad. Win war das. Alter, du kannst, Schlotterbeck ist gekauft worden, damit er irgendwie Sicherheit bringt, Alter. Die wildeste Szene war, dass die irgendwie in der 94. Minute im Stand von 4-3 einen Konter gefahren haben. Und zwar Hummels und Guerrero, der Linksverteidiger und Hummels sind nach vorne gesprintet. Zu zweit. Im Konter. Ich dachte, ich sterbe. Weil, ohne Scheiß, wenn Hummels nach vorne kontert, du musst ja denken, das dauert ja eine Minute. Bis der dann wieder zurück ist.
Es war wirklich, boah, war das schlimm. Das war wirklich, das war ein ganz schlimmes Spiel. Guck mal, wir matchen schon. Ja, ich finde das lustig, dass ich habe so viele Predictions gesehen über die Playoffs und keine Ahnung, und in Deutschland oder lass es irgendwelche Amerikaner gewesen sind, die das predicted haben, und keiner hat wieder die Bengals im AFC-Finale. Wieso denn nicht? Ich weiß das nicht, weil ich finde das aber gut. Ja, Burrow hat auch gesagt, der ist irgendwie interviewt worden, als wie es ist, der Underdog zu sein, wo ich mir denke, so, Alter, hä? Ja, ich finde das super. Ich bin am Panzer gespawnt, ja, also hier an der Luftabwehr. Ich dürfte bei dir. E3. Nee, 53. E2 meine ich. Ja, ich sehe dich. Bin hinter dir. Ich glaube, das bist du, oder? Yes, Sir. Jo. Ah ja, schon Peng gemacht. Okay, pass auf. Loot Run. Alter. ja, hier starte ich dann immer tatsächlich. Hier vorne einfach. Wenn ich hier hinten starte, gehe ich hier erstmal in das erste Ding rein. Hier renne ich auch, weil, ganz ehrlich, wenn die dich abknallen, dann knallen sie sich halt ab. Ja. 22 Minuten ist aber noch relativ viel, finde ich. Ja, das ist okay, tatsächlich, ja. So. Gucke ich erstmal hier immer, ob hier offen ist, weil hier könnte, ne? Vielleicht ist er ja manchmal offen. Da ist sogar offen. Weil hier jemand für Quests hingeht oder sowas. Vielleicht haben sie manchmal, gucken sie dann nämlich schlecht oder questen hier nur. Dann lassen sie sowas wie eine OFZ hier liegen. Oder eine Tank Battery. Da ist noch jemand. Ja, wenn hier noch jemand. Also, ich hätte gerne einen von den Wummen hier. Oh, guck mal, hier ist noch ein Duffelback, lol. Sieht sehr gelootet aus. Ja. Bin ich bei dir. Aber kann ja sein, ne? Ja. Hier ist auch gerne nochmal was, aber sieht. Ich sehe jetzt hier auch nichts liegen. Ja, wieso hast du den jetzt einfach nur mitgenommen? Ich wollte. Ja, hier ist nichts. Da ist noch ein bisschen Munition, aber ey. P-Munition, das ist die Scheiß-Munition, mit der wir das die letzte Tag auf EFT-Turnier gemacht haben. War jetzt nicht so geil. Okay, so, dann kannst du hier noch. Hier sind halt noch die. Hier ist noch so ein Ding, da kannst du reingucken. Da ist vielleicht immer was für dich jetzt auch vor allem drin. Oder da hinten ist noch so eine rote Tasche. Da kannst du mal reingucken gehen. Oh, hier geht's auch noch ab. Also da. Uns wird geschossen. Immer ein bisschen gucken. Da ist ein Spark. Jetzt finde ich ein Spark-Plug. Ist ja lustig. Hey, hier findest du viel. Ja, moin. Hallo. Okay, ist ein Spieler im Gegenüber. Surfer ein weiter beruhigiger. Ja, das sind Bilder von Sexy J an der Hand. An der Wand. Bist du da durchgegangen durch das Loch? Noch nicht. Was ist deine Lampe, die ich die ganze Zeit sehe? Mach die mal aus. Ich habe die jetzt ausgemacht. Da habe ich dich die ganze Zeit da leuchten sehen, weil das buggt die ganze Zeit noch. So. Aber muss ich jetzt nicht hingehen? Weil ich will ja Money machen. Achso, da dieses Loch meinst du, okay. Ja. Ja, ich bin ein Loch weiter gegangen, meinte ich. Wollte ich nicht. Ja, komm, lass mal hier nicht in das Haus gehen, weil das Gefühl, da ist irgendwas. Hab ich auch. Also gehe ich jetzt hier rüber. Packst den Tag auf Fake News da. Naja, ist auf jeden Fall Fake News. Was hast du für Extract? Auch Checkpoint, Fence und Hole in the Fence by the Hole in the Wall, Heating Pipe und Depot Hermetic Dorm. Ah ja, okay. Hole in the Fence hattest du, aber. Ja, okay, perfekt. So, dann kannst du hier reingehen. Kannst du hier immer gucken. Hole in the Fence, war da deine Ecke, dieses Ding? Ja. Oh, hier war da immer dieser Elektronik-Shit, oder? Der hier liegen kann.
Richtig, aber ist hier komplett leer gelootet. Ja, sehe ich ebenso. Wenn hier gelootet ist, dann gehe ich weiter. Weiter heißt? Achso, ich gehe wieder raus. Entschuldigung, ich gehe wieder raus. Okay, ich bin draußen. So, dann kannst du hier hin. Zu dem. Bist du nur links rum? Wenn du rausgehst, links. Als Flugzeug oder den Hubschrauber oder was? Ja, an dem Hubschrauber. Also erstmal kriegst du hier drunter. Hier was drin ist. Ja, geh du mal unten, guck ich hier oben. Tatsächlich eine Goldkette. Und hast eine Chainmail. Nein. Aber ich würde immer F1 drücken. Wahrscheinlich meistens auch. Ja, ist ein Scaffs. Also einfach auch F1 drücken. Ja, ja. Ich wusste gerade nur, also während du kriechst und rennst, also. Ja, genau, die looten da jetzt auch, wo wir looten wollen. Wollten. Hier kannst du nämlich die. Hier kannst du dir die Kisten looten. Da war der schon dran gerade. Ja, vielleicht hat er ja noch Milch übrig gelassen für mich oder so, was ich brauche, ja. Ich finde, also wenn du Zigaretten suchst, dann suchst du hier. Okay. Da ist ein Zuckerchen. Oder guck mal, er hat ein Zuckerchen für mich da gelassen. Und eine Kondensmilch. Das ist eine Menge Geld. Okay. Dann gehen wir jetzt hier oben lang. Also, da wären die mit Sicherheit schon, aber ich will es dir trotzdem gezeigt haben. Ich glaube, da ist der rausgekommen. Ja, ich will es dir trotzdem. Also, ne? Gehst halt dann da hoch. Lootest den. Dingensraum. Den Elektroraum. Hier kann man auch immer mal reingucken. Hier ist so Medic-Zeug im zweiten Stock neben dem Elektroraum. Das sind so diese Medic-Taschen. Da kann halt auch ein. Dingens drin spawnen, Ladix. Wenn du Glück hast. Wenn Ronaldo rausziehst. Aus dem Pack. Okay. Also, Lever wird mir aktuell schon reichen. Ja, kann ich halt nicht craften. Fall. Ja. Weil mir dieses scheiß Tape fehlt. Oh. Hm. Ja, komm, warum nicht? Was ist das denn? Metal Dust Cover. Bin jetzt mega. Ja, das ist ja Schmutz. Ja, Elektroraum ist komplett leer gelutscht. Ist auch leer. Aber wir könnten meinetwegen gerne in das Krankenhaus noch reingehen, wenn du da gucken willst. Dann klar. Du bist ja da, dann geh da mal runter, wo du bist. Da auf dem Dingens kannst du ja runter. Liegt hier nicht auch irgendwo noch was? Nicht unbedingt. Magazin. Oh, Unknown. Unknown ist gut. Wir könnten hier unten, wenn du eh hier runter gehst, können wir gucken für dich nach Essen. Hier unten ist die Küche. Geh ich mal gerne. Du musst da. Ich komm zu dir hoch. Also ich kann einfach wieder durchs Treppenhaus. Nee. Kannst hier runter. Hier auf den Müllsack? Achso, Leute. Genau. Hier schon mal trinken, bitte. Oh, danke. So, hier drin, hier auf dem Tisch spawnt was. Trinken. Hier ist Tushonka. Hm. Kannst du dir noch holen. Yes. Das ist aber eine kleine Tushonka, davon brauchst du 15 später in Raid. Okay. Also, irgendwann. Es ist ja alles schon gelootet. Normalerweise. Oh, ein M-Tape hier. Weiß in auch. Dem toten Scaff. Okay. Vor allem. Das heißt Security für zu Hause. Oh, nice.
Kleine Tushonkas kann man sonst auch craften. Ja, aber ich weiß nicht, ob die dann auch... Zählen ja, ich weiß die auch nicht, ob man das schon kann. Raid? Dann lass nochmal nee. Ins Krankenhaus hier gehen. Nee, nee. Hattest du Heating Pipe als Extract? Nee. So. Ja, warte mal, dann musst du hier nochmal... Doch, gucken. Heating Pipe habe ich. Also, okay. Hier kann ein Saleva immer mal spawnen. Hier sind auch Medic Spawns auf dem Boden, aber hier ist auch schon alles weggelootet. Liegt dann da einfach rum. Dann gehen wir ins Krankenhaus nochmal gucken, ob da nochmal was ist für uns. Alles, was gecraftet ist, wird es found in Raid, okay. Ja. Ich dachte, das unterscheiden die mittlerweile, dass du found in Raid explizit hast. Okay. Also das zumindest noch nicht geändert. Jetzt mal ja mal kurz durchgucken. Also hier loote ich auch nicht so häufig, nur vielleicht lassen sie ja hier in Saleva liegen. Manchmal auch auf dem Boden Zeug. Geh mal einmal nach unten für dich, um zu gucken. Da ist dieser eine Medic-Raum noch. Es ist alles gelootet. Keine Ahnung, wo die hier nicht looten. Naja. Hier ist nichts. Nada. Hier noch was vielleicht zu essen. Noch so eine kleine Mini-Küche. Hier ist noch mal was zu trinken. Ja, ich schmeiße es dir hin. Vielleicht liegt hier im Regal. Hm, danke. Aber das ist immer gut. Wieder noch eine rote Duffelbag. Die musst du immer checken. Oh, geil, eine Hose. Eine hier Hose. Ist immer nice. Ja, ich brauche davon noch zwei in Raid von den Scheißdingern. Ich habe die immer verkauft. Boah, Wahnsinn, ich habe ein Bad gefunden. Geil. Wollen die, dass du mich killst? Ja, der Chat ist wieder. Ja, aber dann kriegen wir nicht noch Fans minus. No. Das wäre super dumm. Außerdem habe ich gerade einen relativ wichtigen Questgegenstand, den ich gerne behalten würde. Das wäre voll cool. Wieder oben. Ja, ich bin auch oben. Ich wollte nur Bescheid sagen. Achso, ja. Ja, hier ist auch nix. Schmerz. Schiebt okay. Das ja nicht auf uns. Er will in keine Ahnung, was du okay, meinst. Komm, eine Chance habe ich noch. Gebe ich noch, wo man nochmal looten kann. Also, jo, da ist halt verschiedene Loot-Spots. Wenn du hier unten hingehst, hier lang, gehst hier runter. Treppe runter, hier ist auch nochmal Essen und Trinken in der Regel gerne. Wow, ob hier natürlich schon gelootet ist. Also ist auch, das ist der Zugang, wo wir zum Bunker gesprintet sind vorhin. Ich wollte gerade sagen, was ist denn im Bunker los? Also ich meine, wir haben nur noch 10 Minuten, aber liegen da jetzt nicht die ganzen Leichen? Vielleicht liegen da welche, aber ehrlich gesagt, die ich gerne mitnehmen würde. Genau. Hier, guck mal, jetzt noch ein Hot Rod. Oatmeal. Ich sehe es doch. Wieso kann ich es nicht looten? Ach, stimmt. Ja, das kannst du looten. Naja. Weiß von gar nichts. Mein in den Duffeln war. Hier sind auch in diesen ganzen Räumen sind auch immer so Duffelbags. Apollo waren die einzigen, die man nicht brauchte, ne? Ja, richtig, das sind die Schmutzdinger. Ja. Dankeschön. Ich glaube, den Raum da ist Bond gefühlt nie was. Oh, Schweinemassaker. Lachst du gerade? Ja. Spritzig. Warte mal. Das bin ich. Bin der, der läuft. Nee. Nix. Gehe ich wieder raus? Ja, also eigentlich also kannst du hier dann quasi wieder. Also nicht ganz zurück. Du kannst hier nochmal gucken kommen. Wo ist hier? Such dich gerade. Ja, genau da lang. Nee. Du bist nicht bei den Schweinen. Die stehen die gegangen. Ich komm dir. Hallo? Hallo? Da bin ich. Ja. Ja, Gott.
Hier sind sonst auch noch in der Regel. Also da vorne ist noch eine Kiste und hier ist noch eine Kiste mit Essen drin. Ach, Leute. Im Zweifel verkaufen. Im Kreis gelaufen, nice. Oh, noch eine Milch. Hallo. Da hinten kannst du auch noch gucken, ob da Paulo, noch was ist. Paulo, kannst du 6 oder 7 gegen AK tauschen? Ja. Oh, hier ist noch einiges drin. Oh. Ja, Abfahrt. Emilia. Ja, perfekt. Siehst du, genau deswegen machst du diese Loot Runs. Ich bin voll. Ja. Mein Extractor. Warte mal, Oat Flakes nehme ich ganz gerne mal mit. Ja, genau. Weil... Essen, trinken. Ja, da brauchst du alles halt. Genau, ich brauche Essen. Ganzen Shit. Und irgendwann weißt du halt, wo die Sachen spawnen, wenn halt häufig mal so. Ich bin so viele Scav Runs schon gelaufen. Ja. Am Helikopter waren wir schon. Ja. Da waren auch andere Scavs noch. Um uns gegenseitig zu gucken, Parsec. Ja, jetzt habe ich gerade kein Parsec an, jetzt habe ich den Stream offen. Ja, ja, ja. Aber Christian kann Parsec nutzen. Eistee-Kalle hat gerade gefragt. Ja, dann extracts. Wenn ich mir das so angucke, nice. Hast du eine Menge Money dabei. Zweiteres MCP. Aber danke ist Evers Last für 41 Monate. Meister Scherz hat den zweiten gemacht. Dankeschön. So. Ach ja, das alte Lied wieder. Nee, du kommst da hin. Da. Da. Ist mir egal. Auch schön noch 2 Milch für die scheiß Quest bekommen. Das ist auch cool. Geil, der wird verkauft. Aber passt zwar 1A. Ach, scheiße. Was sind Scavs eigentlich? Sind das andere Spieler oder ist das eine KI? Sowohl als auch. Also die NPCs heißen Scavs. Die einfach da rumrennen und Walli Walli die ganze Zeit schreien und entweder schießen die mega scheiße oder die killen nicht mit einem Schuss. Und Scav-Spieler waren wir ja gerade. Also verschiedene hier. Fraktionen. Ja. Alter, was hat der denn für eine Maske an? Nice. Wahnsinn. Hä? ID40. Ach, so eine kleine Flasche braucht man. Oh. Kannst aber zerteilen. Ach so. Brauchst eine kleine WD40. Security Vents. Warte mal, irgendwas konnte ich doch. Wieso ist die Workbench denn locked? Ja gut. Das ist dann doch etwas sehr runtergegangen. Moment, da sind noch Sachen drin, oder? Der scheiß Mustache kostet 14.000. Ja, okay. Ja. Oder hatte ich das leer gemacht? Hätte ich leer gemacht.
Wer kauft denn sonst Shit? MP43 Buttpad. Wieso will Mechanic das nicht haben? Ah doch. Stimmt, wenn du verkaufen kannst, ist nichts drin. Die willst du bestimmt haben. Oder ist die zu kaputt? Ah, ist zu kaputt. Entschuldigung. Mahlzeit. Wetter auflösen. Oh, ja. Multitool gibt's bei Mechanic. Ja, da. Dankeschön, Workbench steht. Nice. Immerhin. Ist schon mal geil. Ja, jetzt kann man zumindest mal gucken, wenn ich die nicht irgendwie finde, zumindest irgendwie Salevas zu machen oder so ein Shit. Ne, den brauchst du, dafür brauchst du die Mad Station. Ach ja. Aber wir können ja weiter spielen und gucken, ob wir die finden. Guck mal. Ich muss nur gerade mal gucken, dass ich 100.000 zusammenkratze. Sollen wir nochmal Reserve runtergehen gleich? Können wir gerne machen. Das war irgendwie lustig. Das ist aber dann auch der Schlusspunkt, glaube ich, heute. Lustig finde ich grausam. Ach so, genau, ja, das stimmt schon. Also beim Scaff Run, also wenn du den Typen da auswählst, der hat ja ein Equip. 57.000, ne? Tja. Das kann ich auch mal verkaufen. Ich weiß gar nicht, wofür das ist. Sobald ich das auf eine Ada drauf mache, kann ich die nicht mehr benutzen. Total dämlich. Weil der Griff dann fehlt. Weil dieses Adderteil, ja, beides in einem, alles in einem. Aber ist. Du kannst. Ja, irgendwie habe ich mich da verbaut. Musste ich alles wieder zurückbauen, aber schön. Bist du schon durch? Bin bereit. Achso. Wenn du bereit bist. Dann auf geht's. Schön für 47.000 Insuren. Herrlich. Ich hoffe, ich safe nicht wieder. Ja, hatte ich gerade auch. Alleine macht das kein Spiel. Ja, geht so. Also alleine ist halt, finde ich, nochmal der Nervenkitzel eine ganz andere Nummer. Wenn ich alleine spiele, habe ich immer Puls. Fett. Nein, nein, ich lese gerade einen Tweet von den Cowboys. Dak Prescott gave away the ball twice in the narrow loss to the 49ers. In a matchup, the Cowboys had a chance to win if they didn't again generate self-inflicted wounds. Ja, das ist aber richtig. Warum hatest du deinen eigenen Quarterback so krass? Hallo?
Alter, stell dir mal vor, keine Ahnung, du sagst doch auch nicht, Schlotterbeck war komplett beschissen, weil er 3 Tore hat zugelassen. Ja. So, hä? Aber Unrecht haben sie trotzdem nicht. Ja, die 2 Interceptions okay, das war die, schon kacke. Das ist eine ganz andere, also das ist, ja, aber macht man sowas? Scheinbar. Also das ist ja destruktiv. So, ich habe auch keinen Bock. Keine Ahnung. Ja, bis zur nächsten Saison hat er das schon wieder vergessen. Ich finde nur doof, dass Sonntag die beiden Spiele hintereinander sind. Ich fände irgendwie geiler, wenn ein Spiel Sonntag und eins irgendwie Samstag oder Montag wäre. Ja. Ich sag mal so, um 0.30 Uhr, ich werde mir das Spiel angucken von Anfang bis Ende. Ach du Scheiße. Ja, ist halt natürlich. Also wenn die. Naja, klar. AFC. Finale. König. Ich drück natürlich ein bisschen die Daumen, dass ich sag mal so, dass die Heilung von Mahomes jetzt nicht die schnellste ist. Ja, das habe ich mir gedacht. Aber keine Ahnung. Zweites halt 49ers gegen Eagles. Also da wie heißt der? Henny ist ja auch ein guter gewesen. Der hat ja auch echt gar nicht so scheiße gespielt dafür, für das, Alter, was er war. Stell dir mal vor, Super Bowl ist 49ers gegen Bengals. Dann hast du Burrow gegen Purdy. Alter, das wird nur Schmerz werden bei der Defense. Die Dingens haben. Ah, zack, zack. Cool. Nicht so ein schöner Spawn. Ja, dann. Macht nichts. Eben hatten wir auch unseren Spaß. Hätte ich jetzt gesagt. Gehen wir trotzdem mal runter. Der Unterschied ist so krass, wenn man jetzt wieder ein Headset anhat. Mhm. Die Sache ist, die können halt hier alle überall spawnen, ne? Direkt. So, das ist halt unangenehm. Links von uns können gleich schon Spieler sein. Oh, scheiße, ich habe erstmal nachgeladen. Sehr gut, Jay. Eigentlich will ich da hinten rennen, wir wollen ja runter. Ja, das wäre ganz, also so auf die Distanz jetzt hier, dann bin ich eher so beim Wegrennen. Jetzt hätte ich natürlich gerne meine Lampe. Wir sind natürlich jetzt safe nicht die Ersten. Eben waren wir auch lange die Ersten. Weil die gar nichts los. Oh, wir sind nicht die Ersten. Da hat schon jemand gerade das Licht angemacht, wie du gemerkt hast. Ja. Ja. Das heißt aber auch, dann sind da keine Raider. Also doch, so vielleicht schnell... sind die gespawnt. Die spawnen jetzt dann, wenn du anmachst. Ach so, ja, stimmt. Also die können vorne da vorher sein und die können auch danach noch da sein. Jetzt ist halt die Sache. Ja, das sind so. Nee, das ist Scav. Das war kurz und schmerzlos. Ja. Er durchsucht gerade die Fächer. Da rennt was? Er durchsucht halt gerade die Fächer. Also wollen wir da runter jetzt hingehen? Keine Ahnung, warum nicht? Okay. Rechts, ja, von uns? Nee. Über gehört. Uns? Nee, die sind schon da, wo wir gerade waren. Ja. Hier rechts von uns jetzt. Ja, deswegen soll er, das klingt sehr nach rechts von uns. Die haben wir uns aber gehört halt, weil wir halt laut waren. Ich frage mich nur, war das einer? Nee, zwei. Alter, hab ich erschrocken. Ja, der ist da durch halt.
Da rechts, da. Rechts kommt auch einer. Alter, ich bin down. Ich sag mal, 5 Schuss sind nicht viel. Ja, Alter, keine Schnitte. Na, ein Monster. Gar keine Schnitte. Ich hab von 8 Schuss immerhin 2 getroffen. Ja, ich hab einen Hit. Also der Recoil ist krass. Ja. Es ist halt unangenehm. Der Reserve ist super. Wenn er als PMC spielt, dann macht, wenn er ein bisschen Klamotten verbrennen muss, dann weißt du, wo du hinrennst. Ja, okay. Aber jetzt weiß ich zumindest, wo ich hin muss. Ja, wie gesagt, wenn du dann das nächste Mal spielst, wir können da sehr gerne hingehen. Das ist ja. Ich find's eigentlich ganz cool, weil du hast ja sowohl PMCs als auch Scavs und eventuell oder auch halt Raider da. Ja, das ist schon ganz nice. Aber es ist 10:30 und langsam wird es Bettchenzeit. Ach, ausrüst du mal das nächste Mal. Hab gerade über 10 Minuten Queue als PMC. Das klingt irgendwie seltsam. Das klingt tatsächlich sehr seltsam. Oder du hast irgendeine komische 3 Uhr nachts genommen oder so. Selbst dann. Ja, aber das war doch geil. Also, mag ich echt ganz gerne. Sehr erfolgreich. Das macht halt auch Spaß, wenn du da zu zweit spielst. Also, ja. Ab zu zweit macht das Spiel mir Spaß. Alleine habe ich da gar keinen Bock drauf. Alleine spiele ich das Spiel auch jetzt schon nicht mehr. Ja, ich spiele halt immer nur mit irgendwem anders. Und ich dachte halt einfach, nee, ist unangenehm einfach. Ja, das ist halt so eine Situation gerade, also egal wo, ne, wenn du halt 2 Leute hörst und du bist alleine, dann musst du halt jedes Mal zurückstecken. Ja. Oder du hast die Megaballs und denkst dir, du machst halt mal eben 2 Leute weg. Die habe ich nicht. Nee, die habe ich meistens auch nicht. Meistens gehe ich mich dann entweder verstecken oder oder sonst was. Ja, Chat. Vielen Dank für Zugucken. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Abend. Ich sehe gerade, da wir bei EFT sind, Mango spielt auch EFT. Ach, der spielt wieder? Oh. Wo ist denn der gerade unterwegs? Okay. Ah, auf Customs. Oder? Nee. Egal. Ich schicke euch zum Mango. Pff, egal. Egal. Stell dem Boy schöne Grüße. Und der nächste Stream ist, glaube ich, wir morgen Aufnahmestream? Nee, ne? Ich glaube, übermorgen. Mittwoch. Mittwoch um so ungefähr 12.30 Uhr. Ne? Pi mal Daumen. Abends ist Bram dann noch da, dann Donnerstag bin ich bei Vlesk und Jay, guck mal, ob der eventuell noch Dings macht, oder? Dead Space. Das wäre cool, wenn ich das schon da spielen kann. Ich gehe aber von Freitag eher aus. Leider. Okay. Gut, dann noch einen schönen Abend. Achso, Raid beginnen. Danke für die Subs. Danke, Marius. Welches Thema bleibt Vlesk? Darf man das verraten? Mach das lieber Vlesk. Ich weiß nicht, ob der mal das Thema vorher schon sagt. Mach das lieber Vlesk. Ich will dir nichts verraten. Tschüss!